Wie ist es? Hallo, 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 hallo Mark, hallo Anne, hallo Angel, hallo JJ. Was habt ihr getrieben an diesem Tag ohne mich? Dein Starting Screen ist sehr erschreckend. Warum ist er erschreckend? Du kannst nicht immer solche gemeinen Sachen sagen. Wie war gestern mein Tag? Scheiße, so wie jeder Tag. Hallo Jay Gamer. Schulter gezerrt. Okay. Schulter gezerrt, okay. Wie hast du die Schulter gezerrt bei der Arbeit? Was machen wir heute? Wir gehen in die Zerrwelt und werden Giratina herausfordern. Ich sollte noch googeln, ob man Giratina ein zweites Mal, weil ich kann euch ja nicht glauben. Giratina Platinum Second Time. Hatschi. Ja, auf dich ist was draufgefallen. Aber jetzt kannst du die Arbeit verklagen. Tust du das? Erstmal verklagen. Catch Giratina the first time. Trade Giratina to another Platinum. Reset the game. Catch Giratina again. Nee. Hallo Salad. War ja deine Schuld. Ja, nee, das ist, auf der Arbeit ist es nie deine Schuld. Hallo Mariko. Hallo Daniel. Ich meine es tatsächlich ernst. Happens. Auf der Arbeit ist es nie deine Schuld. Es ist die Schuld von deinem Arbeitgeber, dass du nicht richtig, dass dir nicht geholfen wurde, dass Sachen nicht richtig gesichert waren. Es ist nicht deine Schuld. Ein Arbeitsunfall ist immer ein Arbeitsunfall. Es fängt auch schon damit an, dass man auf dem Weg zur Arbeit, wenn man einen Unfall hat auf dem Weg zur Arbeit, ist es doch schon Teil der Arbeitsversicherung oder so. Irgendwas ist da. Also wirklich. Hallo Marco, hallo Sesselfuchs, hallo J-Gamer. 30 Streams hat der J-Gamer. Kann das irgendjemand überbieten? Hallo Azrael. Hallo Mariko. Carmen Celebi nicht? Nope. Ich hab hier was, aber es ist kein Celebi. Hallo Danu. Du bist bei 55, okay. 55 gilt zu schlagen. Aber jeden Tag wird's mehr. Hallo Frank, hallo Tipp. Hallo Leon, hallo Fast Guy. Hattest du das eine Mal nachts nicht gestreamt, hätte ich nun 40? Tja, man muss hier immer aufpassen. Kann ich einfach einen Tag aussetzen? Okay, also man kann auf jeden Fall zwei Giratinas fangen. Jetzt ist die Frage, welches Giratina ist leichter zu shiny hunten? Shiny Giratina Platinum. Hallo Dan. Also alle, die ich hier auf YouTube sehe, haben alle die Zwieschwingen. Wie heißt die Version? Origin Form. Die Origin Form. Außer die Person hier. Hallo Smoke. Ist der Plural nicht Giratinen? Giratini. So wie Granini. Giratini.
Giratinani, Platinum, Shiny, which one is better? Das hat doch bestimmt schon mal jemand gefragt. Shiny Giratina Hand Question. Fragst du das? Nein. Der fragt, ob Oras oder Platin. Beste Frage hier. So, how long does it take to get a shiny Giratina? How to shunt shiny Giratina without a Master Ball? Ach, ich mache einfach einen Save. Einen extra illegalen Save vor Giratina. Just to be sure. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich rausfinden soll, welches Giratina besser zu Shiny Hunten ist. Giratanten. Hallo Olopoto. Wie lange dauert denn ein Reset auf dem 3DS so? Weiß ich nicht. Die Frage ist, glaube ich, eher, ob das Origin Giratina oder das normale Giratina, welches ist leichter zu fangen. Im Sinne von, was ist stärker, bringt mich schneller um, was hat weniger AP, mehr AP und so weiter. Weil die Form ist mir eigentlich egal. Der Kampf wäre natürlich cooler mit einem Origin Giratina in der Zerrwelt. Aber wenn es darum geht, welches einfacher zu fangen ist, dann musst du das Spiel auf dem 3DS ja erstmal beenden und alleine das dauert schon ziemlich lange. Muss ich das nicht sowieso wegen einem Shaman? Hä? What do you mean? Das muss ich doch sowieso machen. So. Wir haben Fast Guy mit einem Magnalien. Marco mit einem Zuckerwatte. Danu mit einem kleinen Wal aus Eis. Daniel mit einem Herz. Achso, ich muss das Spiel beenden. Achso, beenden. Nein, es gibt eine Kombination, mit der du das Spiel neu startest, hä? Wie immer. Jay, du bist eine Schnecke, die komischerweise nicht Gift ist. Phil, du bist ein kleiner schwarzer Fuchs. Anne, du bist ein Teenager-Affe. Teenager-Affe. Mariko, du bist eine dicke Schlange. Aus Efeu. Ich gehe immer zurück ins Hauptmenü. Was ist denn da die Kombi? RL Start Select, wie in jedem Spiel. So gut wie in jedem Spiel. Olopoto, du bist ein blauer Oktopus. Mariko, in keinem Pokémon-Spiel musst du ins Hauptmenü zurück. Furam, du bist der Schnecke. Der Schnecke. Hallo Drarot. JJ. Du bist ein Wasseraffe. Ich schätze, das hier ist Drarot mit einem Godzilla-Endgegner. Get it? Get it? Ramoth? Mothra? Godzilla-Endgegner? Ja. HGSS und alles andere sollten dieselbe Kombi haben. Ja, aber auch weiter nach oben. Also, ich glaube Gen 5, Gen 6, Gen 7 haben alle die Kombi. Ich glaube sogar Gen 3 hat die Kombi, oder? Auf dem Game Boy Advance kannst du auch LR Start Select drücken. Hallo Adnubis. Adnubis, was hast du uns zu berichten? Du hast eine Hausaufgabe gekriegt letztes Mal. Was ist deine neue Meinung
zu einem gewissen Pokémon. Sonst, ich meine, es wird jetzt hier eine Konditionierung. Das kann ein bisschen dauern. A, B, Start, Select, A. Stimmt, weil in Pokémon-Spielen waren die R- und L-Knöpfe nicht aktiv, gell? Auf den Game Boy Advanced. Was so ein Quatsch ist. Oder? Ich glaube, man hat die nie benutzt, die R- und L-Knöpfe auf dem Game Boy Advanced. Miltank auf die 1. Und so, meine Lieben. Begeht man... Das habe ich gelernt durch Leo's Mind. Okay, gut. So werden Meinungen unterdrückt. Nein, nein, nein. So werden neue Menschen erschaffen. Mit richtigen Meinungen. So, ich bin nochmal runtergegangen. Und habe jetzt einen Knackhack auf Level 70. Moment, es gehorcht mir gleich nicht mehr. Ich habe jetzt 49 Topschutz, 21 Fluchtseile. Und ein paar Hypertränke, ein paar Beleber. 200 Pokebälle, den Meisterball, 50 Hyperbälle. Das würde ich sagen, wenn ich mich dazu entschließe, das Giratina in der Zerrwelt zu shiny hunten, sollte das reichen. Weil ich werde wahrscheinlich nicht mal 50 Hyperbälle werfen können. Ich habe nichts dagegen, Meisterball zu benutzen, aber viele sind dann immer so, warum nimmst du den Meisterball? Probier's doch wenigstens zuerst erstmal. Und ich glaube, so viel AP hat das Tier nicht, deswegen die Bälle reichen auf jeden Fall. Ist nur die Frage, ob man... Aber ich kann ja nochmal aus der Zerrwelt raus, wenn ich da drin bin, gell? Ja. Ob man sich irgendein bestimmtes Pokémon macht, das besser gegen Giratina ist zum Fangen. Keine Ahnung, irgendwas, was die AP verdoppelt. Irgendwas, was eine Fähigkeit unterdrückt. Keine Ahnung. Muss ich mit dir reden? Okay. Mal schauen, ob ich es jetzt First Try schaffe. Durch diese Zerrwelt durchzukommen. Hab mir nach vielem Überlegen jetzt auch ein 3DS bestellt. Ich dachte, du bleibst für immer in deinem Schwert und Schild. Was willst du mit diesem 3DS alles machen? Durch Schemenkraft kannst du auch nicht jede Runde einen Ball werfen, falls es nicht schläft. Ernsthaft? Was macht denn Schemenkraft? Hat das Giratina nach der Story auch Schemenkraft? Also ja, es ist ja das gleiche Giratina, es sollte das auch haben. Und hallo, Lennart. Erzähl mir mehr, was findest du, ist das bessere Giratina zum Shiny-Hunten? Das hier oder das in der Höhle? Achso, das ist die Schaufelattacke, ja, ja, ja. Okay, okay, stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt. Also entweder begrenzt man diese Attacke oder ich weiß nicht, ob es Begrenzer hier schon gab. Oder man blockt diese Attacke mit Aussetzer, aber dann braucht man Glück natürlich. Zu Beginn erstmal Usum. Schau, ob ich den Weg noch weiß. Es ist nur 2 Monate her oder so. Hauptintention war mal überhaupt die ganzen Games zu spielen. Ich glaube, wir machen nach Gen 4 spiele ich Pokémon Colosseum XD. Weil, also während Shiny Hunten. Weil ich will das endlich mal spielen. Das ist Gen 3 und wir sind in Gen 4, also eigentlich muss ich mal Gen 3 nachholen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das richtig gemacht habe, aber ich glaube schon. Oder auch nicht. Okay, nein. Das da, weil es von oben kommt und es in der Origin-Form ist, aber am Ende ist es vollkommen egal eigentlich. Kann es denn die gleichen Attacken? Hat es genau die gleichen AP? Ist der einzige Unterschied wirklich die Origin-Form? Weil ja, wenn es wirklich keine anderen Attacken kann, dann ist es ja wirklich egal. Ich dachte nur, vielleicht hat es eine mehr AP, vielleicht hat das andere weniger Angriff und tut mir somit weniger weh und ich halte länger aus und so weiter. Also alles, um irgendwie die Wahrscheinlichkeit... Aber im Endeffekt, ich habe nichts dagegen, es im Meisterball zu fangen. Ist genau dasselbe. Auch die Stats sind gleich. Sind die Stats nicht von einem Origin Giratina anders? Sonst macht es ja gar keinen Sinn, dass es eine andere Form hat.
Es muss andere Stats haben. Also suchen wir noch kein Shiny. Jetzt? Nein. Wir sind noch in Gen 3, was Shiny-Hunten anbelangt. Bin ich jetzt im Kreis gegangen? Endlich wieder Pokémon. Ich spiele jeden Tag hier Pokémon. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin so falsch, oder? Ich bin jetzt schon falsch. Originals Angriff und die andere Verteidigung. Schau, dann ist es ja doch nicht so egal. Wenn es mehr Angriff hat, sterbe ich schneller. Wenn ich schneller sterbe, habe ich weniger Chance, es zu fangen. Aber ja, wenn ich sowieso überpowered bin, dann spielt das keine Rolle. Irgendwie muss ich da runter zu dem Stein da. Nee, jetzt gehe ich komplett im Kreis. Das stimmt nicht. Irgendwo muss ich schon dahin. Das zählt aber immer noch nicht als verlaufen. Ich bin immer noch richtig. Es zählt erst als verlaufen, wenn ich irgendwie... Nein, ich will auf dem... Das kann doch nicht sein. Ein fliegendes Rätsel? Eigentlich ist es kein Rätsel. Okay, warte, ich muss zurück. Oder geht's da lang, weil da Cynthia steht? Warte mal. Nee, oder das Cynthia. Oder geht's da lang, weil da Cynthia steht? Nee, dann wird sie jetzt mit mir reden. Von da bin ich doch gekommen. Julian Gaming, dankeschön für dein Tier 2. Dankeschön. Und Lennart, du bist ein Baby-Trump. 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 Baby-Trump zu klein. Baby-Trump. Und hier Julian, vielen Dank für dein Tier 2. Ab damit auf den Stapel. Ja, dann gehe ich einfach weiter. Ich dachte, ich gehe im Kreis, aber ich gehe gar nicht im Kreis. Habe ich schon einen Stapel? Das weiß ich nicht. Das musst du doch selber wissen. Okay, ja, nee. Hier ist doch nicht Kreis, weil hier geht es gar nicht weiter. Hä, das war doch nicht schwer. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier Probleme hatte. Hier bewege ich mich nicht. Ich hätte hier einfach zurückgemusst. Jetzt bin ich richtig. Zypros. Hallo Yuminari. Ich spiele aktuell wieder Colosseum und XD. Also Colosseum ist schon eine Hausnummer im Vergleich zum heutigen Pokémon-Spielen. Auf jeden Fall. Immer Doppelkämpfe. Die Gegner haben immer Taktiken. Man kämpft nur. Man muss trainieren in diesen Kämpfen. Kämpfe lassen sich wiederholen, damit du trainieren kannst und sowas. Aber es ist geil, die Story ist geil. Die Story ist wenigstens mal eine erwachsene Story, so ein bisschen. Mehr als sonst. Ich glaube, es ging hier runter.
Aber ich muss noch XD spielen. XD habe ich noch nie gespielt. Es gibt hier gerade krasse Nostalgie-Flashbacks. Mir auch. Ich fühle mich zurückversetzt in vor 2 Monaten. Gute alte Zeit. Als es noch 2023 war. Da war die Welt noch okay. XD ist leichter. Da spielt mir auch wieder ein dummes Kind. Aber die meisten sagen, XD ist besser. Okay, warte. Also. Man muss aber doch den Stein dahin machen, wo das Tierchen steht. Stand es hier? Ah ne, das stimmt schon noch. Das stimmt noch. So, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht dauernd den falschen Weg nehme. Und zwar hier kann ich einmal nach links runter. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon hier nach links soll. Ah ja, hier. Stein. Da rein. Oder nicht da rein? Doch, weil es ist da hingegangen, also tue ich es da rein. Chill. Chill, Giratina, chill. Nochmal hier rüber, darüber. Mariko, vielen Dank für 1000 Bits. Und natürlich hast du jetzt definitiv einen Zettel auf dem Stapel. Dankeschön für 1000 Bits und fürs Stummschalten. Mir ist aufgefallen, jetzt wo ich die WOTS hochlade, habe ich ein Problem mit dem Stummschalten. Ich weiß noch nicht, ob ich das durchziehe mit den WOTS auf YouTube hochladen, weil es ist dumme Arbeit. Juninari, du bist ein Paras. Wie zum Beispiel in der Aufnahme ist mein Mikrofon nicht gemutet. Und manchmal beschimpfe ich euch mit ganz, ganz vielen bösen Wörtern, wenn ihr mich stummschaltet. Diese dummen Wörter, diese bösen Wörter würde man in dem YouTube-Bot dann hören. Deswegen entweder bin ich jetzt ganz nett, wenn ihr mich stumm schaltet. Oder ich schaffe es irgendwie technisch, dass das in der Aufnahme auch gestummschaltet ist. Okay, warte, wie war das jetzt? Ich glaube, das ist zurück. Nee, stimmt. Das ist egal. Das Bild mit den Nudeln auf dem Kanal ist einfach klasse. Natürlich könnte ich reingucken, aber ich schaue mir sicher nicht ein 4-stündiges WOT an, um zu gucken, ob ich irgendwo was Gemeines sage. Oh mein Gott, ich habe keine Kaskade. Fick die Frieda. Sorry, wenn jemand Frieda heißt, ich meine nicht dich. Aber was soll der Kack? Hä, ich habe keine Kaskade. Muss ich zu 100% Kaskade benutzen? Ich habe keine Kaskade, warum sollte ich Kaskade haben? Ich bin noch nicht mal beim letzten Gym. Wo man Kaskade braucht. Ich brauche keinen Kaskade, oder? Nein? Das ist ein Rückweg, oder? Weil es kann nicht sein, dass ich Kaskade brauche, aber Rückweg geht auch nicht, weil man kann ohne Kaskade auch nicht runtergehen, was unlogisch ist. Mr. Savage, ich vertraue dir jetzt. Ich glaube, das ist ein Rückweg, aber weil Kaskade kann ich kann auch nicht nach Sonneweg. Also, wie soll ich Kaskade kriegen? Ich glaube, in Sonneweg steht auch Jasmin. Sie heißt auch Jasmin, glaube ich. In Sonneweg steht auch Jasmin und gibt mir dann Kaskade.
Oder war das Gen 3 mit Jasmin? Kompliziert. Du musst zum Wasserfall. Du kannst da so schwimmen. Trust. Geh zurück. Ich kann da einfach schwimmen ohne Kaskade. Dann hasse ich es noch so viel mehr. Das ist ja so dumm dann. Ich verstehe schon von wegen Perspektiven und sowas, aber... Hatte ich letztes Mal nicht das gleiche Problem? Was machst du, wenn jemand den Stream beendet? Dann wird die Aufnahme auch beendet. Der Stream ist alles beendet dann. Ich glaube, letztes Mal hatte ich das gleiche Problem. Es ist so dumm. Das ist so dumm. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Warum sollte ich hier nicht Kaskade benötigen? Aber Wasserfälle kann ich nicht runterrutschen ohne Kaskade. Aber hier kann ich... Keine Ahnung. Ey, der macht's von alleine. Ich weiß, und genau genommen, wenn man einfach so Gen 4 spielt, weiß man noch nicht mal, dass es Kaskade gibt. Also ja, okay. Warum sollte man es nicht ausprobieren? Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich dachte, ich brauche Kaskade. Okay. Und jetzt gehe ich hier in die Mitte hoch. Ich habe 3 Steine runtergekippt. Das heißt, ich habe den Weg zumindest bis auf den kurzen Wasserfall gerade richtig gemacht. Es gibt kein Oben und Unten. Natürlich gibt es Oben und Unten, weil sonst würde ich ja einfach schweben. Nur die Gravitation ändert sich die ganze Zeit. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist trotzdem doof. Ups. Mist. Stein. Ich lieb's, wie ich das erste Mal die Steine einfach reingeschubst habe, ohne zu checken, dass ich es da machen muss, wo der Geist ist. Nein! Okay, ich glaube, das ist egal. Hast du bei Ente inzwischen eigentlich weitergemacht? Nein. Kannst du vielleicht irgendwie den Stream runterladen und dann so veröffentlichen? Ja, aber das entspricht nicht meinem Qualitätsstandard. Natürlich kann ich das machen, das ist ein Knopf. So, auf Twitch kannst du einen Knopf drücken, dann wird es einfach auf YouTube hochgeladen. Aber das entspricht nicht meinem Qualitätsanspruch. Das verkrafte ich nicht. Ich komme sonst nicht auf die andere Seite. Und dafür habe ich letztes Mal eine Stunde gebraucht, weil ich dauernd den falschen Weg gegangen bin und die Steine falsch reingeschmissen habe und dann da oben falsch gesprungen bin. Aber eigentlich ist nicht schwer. Ich glaube, das war's schon, oder? Ich glaube, jetzt stehe ich gleich vor Giratina. Ja. Cynthia sagt's schon. Ich glaube, ich kann speichern, nachdem es rauskommt, ne? Ich muss mir dann nämlich ein Hardsafe machen, dass ich zur Not hier wieder zurück kann. Ich glaube, ich werde das Giratina nehmen in der Höhle. Einfach, damit ich nicht hier wieder zurück muss. Aber ich guck mal. Ich mache mir einfach zur Not hier ein Safe. Aber hier auch. Ach, diesmal wurden nicht eine Menge Daten gespeichert.
Was habe ich gestern gemacht? Ich habe gestern das neue Video aufgenommen und es ist 40 Minuten lang. Ich habe so viele Sachen heute wieder eingefügt, die mir noch eingefallen sind. Also bitte, wenn euch noch Sachen einfallen, die irgendwie besonders sind am Transferieren zwischen Gen 1 und Gen 7, sagt es mir. Zählt einfach Sachen auf. Mir ist zum Beispiel jetzt noch eingefallen, das habe ich noch eingefügt ins Video, wegen der Uhrzeit, wegen dem Datum. Weil Pokémon, die man von Gen 1 bis 5 überträgt, haben alle das Datum, das Gen 5 hat in dem Moment, wo du überträgst. Also der DS hat ein gewisses Datum in dem Moment, wo du Gen 5 berührst. Und das Datum hat dann das Pokémon. Das ist mir noch eingefallen, während im Schneiden konnte ich dann zum Glück noch einfügen. Also es gibt so unfassbar viele Szenarien einfach, dass ich gar nicht alles nennen kann, sonst wird das Video einfach 3 Stunden lang. ...40 Minuten Primetime. Ja, ich fange das Video an mit, dies ist ein sehr trockenes Video. Eiszahn ist sehr effektiv. Ist Eiszahn nicht sogar doppelt, vierfach gut, wegen Drache und Boden? Krass, dass es dann mich nicht gekillt hat. Hallo Candy Mountain. Ist das mit dem Datum zu stressig? Ich nehme einfach das aktuelle Datum, spart mir eine Menge Umstellen. Ja. Ich meine, im Endeffekt ist es auch egal. Es ist sehr komisch, dass ich das noch geschafft habe zu besiegen. Dieses Gyarados hätte mich locker umbringen können. Im Endeffekt ist es wirklich egal, welches Datum die Pokémon haben. Weil durch den Transfer und sowas ist sowieso nichts irgendwie, hat kein Datum irgendeinen legiten Sinn oder sowas. Aber für manchen Leuten ist es halt wichtig, dass da dann das richtige Datum steht am Pokémon. Und man kann es wirklich komplett beeinflussen. Nee, sie können eben keine Logs einbauen, weil jeder bei seinem DS die Uhrzeit einstellen kann, wie man mag. Du kannst ja nicht sagen, oh, du hast aus Versehen das falsche Datum auf deinem DS gehabt. Du hast es verdient, dass du dieses Pokémon jetzt nicht übertragen kannst. Das wäre super awesome. Ich glaube, so wie viele Leute in DS spielen, ohne das aktuelle Datum zu haben, weil es den Leuten einfach sowas von egal ist. Sowas von egal. Das können sie nicht machen. Was macht dein Rücken? Minimal besser. Ich muss einfach... Bei einem Hexenschuss muss man sich einfach, auch wenn es irgendwie so kontraproduktiv wirkt, man muss sich zwingen, sich zu bewegen. Nur ständiges Stretchen und Bewegen sorgt dafür, dass es langsam besser wird. Warum sind meine Pokémon so schwach? Warum ist Flammerad so schwach? Okay. Passt doch zu GF von Pokémon. Finde ich nicht. Ich meine, GF kann man sehr viel vorwerfen. Aber sie machen auch sehr viel richtig. Bei der Menge an Sachen, die man falsch machen könnte, machen sie schon sehr viel richtig. Warum ist mein Gastrodon vergiftet? Weil ich langsamer war. Wie, das war's schon? Ich dachte, du hast mehr. Hattest du nur 4? 1, 2, 3, 4, 5? Ja, doch. Jetzt werde ich
Ich glaube, ich habe sogar gelesen vorhin, dass wenn ich hier das Giratina fange, kann ich es einfach, bevor ich das Spiel durchspiele, rübertauschen auf ein anderes Spiel. Dann habe ich hier wieder kein Giratina und wenn ich dann das Spiel durchspiele, erscheint das andere Giratina oder das gleiche Giratina eigentlich in der Höhle. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Klingt unlogisch, weil eigentlich sollte in dem Spiel registriert sein, dass man Pokémon gefangen hat. Und nicht, ob man es gerade hat. Aber irgendjemand hatte das geschrieben auf GameFAQs oder sowas. So kannst du zwei Giratinas haben. Okay, warte, ich speichere jetzt einmal. Ich weiß gerade nicht, wann. Aber es sollte vor mir stehen. Und ich würde wahrscheinlich mit... Gott, warte mal, ist das nicht sackenstark? Ich würde mit Gengar anfangen, weil Gengar kann zumindest Hypnose. Ja, die Strat, wie ich Giratina dann shiny hunte, muss noch überlegt werden. Ach, die hat mich sogar geheilt. Gigogagogwo. Natürlich. Achtung. Ach, ich muss noch einen Schritt gehen. Soll ich jetzt speichern? Ich glaube, ich kann wirklich, bis ich vor dem bin. Giratina betrachtet Leo ruhig. Und von hier aus kann ich auch wieder aus der Zerrwelt raus. Warum guckt mein Charakter nach unten? Das ist normal. Ich glaube, wenn ich neu lade, guckt mein Charakter wieder nach unten. Ja? Okay. Ich könnte jetzt hier einfach wieder raus, den ganzen Weg zurückgehen, neue Sachen holen, neue Pokémon holen, Pokémon trainieren und dann wieder hierhin zurück. Okay, dann muss ich jetzt ein paar illegale Sachen machen. Die nicht illegal sind. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nicht hinschauen. Es wäre geil, wenn ich jetzt alles hier backup oder was auch immer und dann... Es ist First Try Shiny. Ich sag's nochmal, wir haben noch kein einziges zufälliges Shiny in Gen 4 gefunden. In allen anderen habe ich eins gefunden. Platin. Wie nennen wir den Speicherstand? Vor Giratina. Okay, das war's schon. Ich besiege jetzt dieses Giratina, ich fang's noch nicht mal. Also wir haben nur eine Chance. Eine Chance haben wir. Genau, ich habe gerade einen Shiny Cheat installiert. Oh nö, wenn das jetzt wirklich passiert, dann glaubt ihr mir das nie. Hallo Little Sheep.
Bist krank. Gute Besserung. Mein Arwen benutze ich wirklich, um Giratina zu besiegen? Ich hab vergessen. Was ist Giratina? Drachegeist. Drachegeist. Das heißt, mein Gengar ist sogar okay. Hallo Sushman. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Es ist ein Unhold. Hm? Ah, zu einfach. Tja. Ich glaube, so schnell hat noch nie jemand diesen Kampf hier vorbeigebracht. Okay. Diese schattenhafte Pokémon wurde besiegt. Deine Handlung führt zu irrationalen Sachen. Selbst wenn eine neue Route, Kette, warum nur? Warum willst du die beiden? Ist der Geist so vage und unverständlich? Cynthia, der Ort, die Zeit, wir sprachen, wir alle unterscheiden Pokémon, wir teilen unser Leben. Dann in der Gemeinschaft sind wir und weil wir zusammen. Es macht gar keinen Sinn, was sie sagen. Sei still, Cyrus, so verrechtfertigst, aber das ist nur das Armselige der Menschen. Die Emotionen kochen in mir hoch und diese schlimmen Emotionen entstehen. Aber genug. Aber ich verspreche auch eines, ich werde die mit diesem Gewinn. Eines Tages werdet ihr eine Welt ohne. Also ich als Kind habe gestruggelt. Du hattest auch kein Level 50 Gengar dabei vielleicht. Leo sprang ins Portal. Ich dachte, in der Höhle, wenn ich jetzt hier reingehe, da ist Giratina drin. Ist das so? Aber sie steht jetzt hier davor. Ich dachte, Giratina ist jetzt da drin. Aber wir fliegen weg. Erinnert mich an den German Clip, wo alle Texte geskippt werden. Ja. Ich habe manchmal gucke ich mir einfach so Best of German an. So 20 Minuten einfach nur dumme Clips. So, Vasti hat gesagt, ich soll zum Professor gehen. Sind die Hefeteige in letzter Zeit gelungen? Nee. Aber ich will bald das nächste Brot machen. Vielleicht mache ich heute Abend das nächste Brot. Wo ist der Prof hier drin? Du liest ja, gell? Ausnahmsweise. So wichtigen Storytext muss man auch lesen. Du musst noch ein Pokémon fangen. Was für ein Pokémon soll ich fangen? Was? Warte mal, wir haben hier noch Thorax. Thorax, du bist ein Olini. Olini. Mach doch Bugstream. Mhm. Du kennst mich. Leos Brot. Leos Brot ist einfach nur ein Brot, was auf der Fensterbank steht. Und ihr könnt ihm beim Schimmeln zugucken. Ihr fehlt eine Legende? Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Okay. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wahrscheinlich kann ich jetzt nach Sonneweg an dem Typen vorbei. Das ist so seltsam, dass man so einen fetten Storyteil einfach macht und dann noch nicht mal in der letzten Stadt ist. Hoplo. Was ist mit Hoplo? In Colosseum hat man sogar eine Itembegrenzung und ich habe echt nicht viele Items. Und man wird ständig angeflirtet von Thirsty Girls. Es ist krass. Man hat eine Itembegrenzung, echt? So von wegen... Man kann nur eine gewisse Anzahl an Items bei sich tragen?
Das, ich glaube, das habe ich nie erreicht, diese Grenze. Ich werfe auch mal ein paar Worte rein. Pokeradar. Okay, Marco, danke. Bitte, wir alle schmeißen jetzt einfach Worte rein wie Hoplo, die keinen Sinn ergeben. Ich sag auch eins. Die Welt ist rund. Heute ist ein crazy Tag. Die Welt ist rund vor allem. Nein, du dummes kleines Kind. aber 30 verschiedene Bälle. Und 20 andere Items. Butter Chicken. Das Butter Chicken, was ich vorgestern gemacht habe, war grandios, Leute. Es war wieder sehr, sehr gut. Jabba dabba du. Seltsam, dass du das sagst. Ich habe gestern erst ein Video angeschaut, warum die Flintstones, der Echtfilm, damals gut war. Und ich habe total verdrängt in meinem Kopf, dass dieser Film überhaupt existiert hat. Aber ja, es gab einen Live-Action-Film von Flintstones. Sogar richtig krass gemacht. Hallo Mishu, dankeschön für 39 Monate, Mishu. Danke, danke. Sogar zwei, es gab zwei Filme, aber mit den gleichen Schauspielern. Hallo Glumpf. Nee, fuck, Kampf ist nur gut gegen Stein, nicht gegen Boden. Es gab noch Viva Rock Vegas, wo die jung sind. Ah, okay, dann sind es nicht die gleichen, weil in dem Video gestern hat er auch gesagt, dass die Schauspieler keinen Bock auf den Film hatten und es während den Dreharbeiten bereut haben. Bin jetzt mich gewundert, wenn sie nochmal einen gemacht hätten. Viva Rock Vegas. Little Sheep, du bist krank, hast du Fieber? Ist irgendwie, steigt dir irgendwas zu Kopf? Sollen wir einen Notarzt rufen? Du sagst... Du redest wirr. Du redest wirres Zeug, Little Sheep. Du solltest ins Bett gehen und die Äuglein zu machen. Was für eine Motivation, einen Film zu drehen? Ja, du bist halt professionell. Das waren ja alles riesige Schauspieler. Kennt ihr auch alle. Aber was glaubt ihr, wie oft Schauspieler einen Film machen müssen und sich dann rausstellt, dass sie das nicht hätten machen sollen und dann müssen sie professionell bleiben und den Film durchziehen? John Goodman, genau, danke. Der Film, der Name ist mir nicht eingefallen. John Goodman ist Mr. Flintstone. Der hat in einem Interview irgendwie on set schon gesagt, dass er froh ist, wenn es vorbei ist. Hört ihn Dancing doch auch? Ja, da muss man dann, da müssen sie dann ihre persönliche Meinung runterschlucken und professionell bleiben. Genauso bei Mad Max zum Beispiel, also der Fury Road, der Mad Max mit Tom Hardy. Tom Hardy hat während den Dreharbeiten sich die ganze Zeit beschwert, dass der Film kacke wird und hat sich dann am Ende beim Macher entschuldigt, dass er während den Dreharbeiten nicht gesehen hat, wie geil der Film wird. Er wollte zurück zu Roseanne. So, weißt du was? Ich heil mich gar nicht. Aber ich glaube, ich kann noch nicht mal. Und steht hier oben Jasmin? Ja, ich habe es richtig im Kopf gehabt. Ist ein Wunder, dass ich überhaupt den Namen weiß. Ich glaube aber, ich kann die Arena noch nicht machen, oder? War da nicht noch irgendwas? Und wo war sie? Hier war sie. Auch so random, dass so einfach ein Top 4 hier rumläuft. Aber ich habe vergessen, was ich tun muss. Ein Tipp von euch. Was muss ich tun? Du musst erst... Ach ja, der chillt da.
Ist er nicht weg, der Typ? Ja, ich muss zuerst da unten hin. Guten Tag, ich habe gerade dein eines YouTube-Video gesehen, wo du von Pokémon Ranger gesprochen hast und das Shiny Manaphy, welches du handeln willst. Hast du das schon gemacht oder kommt das noch? Das kommt noch, aber ich glaube nicht mal, dass das dieses Jahr noch kommt. Das ist nämlich... es steht ganz hinten auf meiner Liste, neben vielen anderen Sachen. Davor will ich noch meine Shiny Raubkatze in Kolosseum, 4 Shiny Deoxys, Shiny Giratina in dem Spiel hier, Shiny Jirachi in Channel und vielleicht dann kommt Manaphy. Und anstatt all das zu machen, was mache ich? Ich spiele Platin nochmal. Warum fragst du? Bist du interessiert an Manaphy? Ich habe heute erst wieder ein Video gemacht, was morgen, übermorgen rauskommt, wo ich schon wieder über Manaphy geredet habe. Wenn Kaiowa kommt, mach ich einen Scotch off. Aber hast du mitgezählt, Marco? Sag nicht, du hast nicht mitgezählt. Alles geht ja noch. Ist ja nix im Gegensatz zu Happens Xerneas. Ich habe selbst Pokémon Ranger, aber schaffe es nicht durchzuspielen, habe auch nicht die Geduld dafür. Ranger ist tatsächlich gar nicht so leicht vom Gameplay her. Das Ende ist ziemlich hart mit den 3 Raubkatzen. Entei war super schwer zu fangen. Oder nicht zu fangen, zu bändigen. Ich habe das Spiel schon 3-mal durchgespielt. Du schaffst das auch. Ich meine, Shiny Hunten von Manaphy ist wirklich anderes Kaliber. Aber durchspielen könntest du es. Das schaffst du. Du musst nur sehr strategisch vorgehen. Wenn du bei den Raubkatzen hängst, um die Raubkatzen rum gibt es ganz viele Pokémon, die du fangen musst. Und die haben alle Fähigkeiten, die den Kampf gegen Entei leichter machen oder gegen die anderen. Oder war Raikou das Schwere? Bei Entei komme ich nicht durch. Ja, der war schwer, der Kampf. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr so genau, aber irgendwo davor gibt es Pokémon, wie zum Beispiel so Wasser-Pokémon, und dann kannst du Entei in so Blasen reintun. Also du kannst auf jeden Fall Attacken anwenden, damit Entei aufhört, diese krasse Attacke zu machen und halt so ein bisschen gestunt ist, und dann musst du halt sauschnell rumwirbeln. Vielleicht nehme ich Gastrodon. Volkner heißt der. Ich dachte, der heißt, Mann, ich kann keinen Witz machen, weil mir nicht einfällt, wie Narutos Vater heißt. Minato, danke. Ich wollte Mido sagen. Mein Display damals vergewaltigt wegen Pokémon Ranger. Ja, und das musst du vor allem bei Entei machen. Ich weiß nicht mehr, wie es war, aber es gibt einfach ein paar Tricks und dann schaffst du es. Du brauchst definitiv Pokémon mit Fähigkeiten, die dir den Kampf leichter machen, sonst hast du keine Chance. Scheiß Ranger. Keiner braucht diesen Franchise. Franchise? Er kann auch bestimmt eh schweben, dieses Magneton. Genau, erstmal X-Tempo machen. Ich bin trotzdem schneller. Magneton
Magneton kann kein Schwebel. Ich werde es jetzt nicht testen. Ich glaube, das ist eine der wenigen Arenen, wo man wirklich gegen jeden kämpfen muss. Kannst um keinen rumgehen, nichts richtig machen, um irgendwie einen zu überspringen. Der Rocker, Gitarrist Walter. Walter braucht einen Künstlernamen. Gitarrist Walter kommt, glaube ich, nicht gut an auf einem Flyer. Dann mache ich mal Schaufler. Ich weiß schon, wenn es jetzt schwebeln kann, sagst du, das ist ja auch Magnetilo und nicht Magneton. Gone. Bei Tokyo Hotel war es doch auch so. Moment, hieß der Walter? Ist nicht einer Wolfgang? Knacker ignoriert den Befehl, weil es gerade einfach Level 71 wurde. Gustav. Gustav, genau. Nee, der eine hieß wirklich Gustav. 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 Gustav, Tom, Bill. Das sind schon krass deutsche Namen, ne? Gustav, Tom, Bill und Wolfgang. Nee. Georg. Georg. Hallo Typ mit Brot. Hallo Laylo. Laylo, Laylo. In der zweiten Arena musst du auch gegen jeden kämpfen, ja. Oha. Ich muss nicht gegen den Maniac kämpfen. Oder gegen das kleine Kind. Aber ich muss auch nicht gegen den kämpfen, glaube ich. Heute schon. Man merkt, dass sie aus dem Außen kommen, aber sie reden nicht so. Ich muss durch den Benzin. War das nicht damals so ein Gag, den man immer gemacht hat? Ich muss durch den Benzin. Ich kann es nicht. Hinter die Welt. Nee, ich kann es nicht. Ich hör auf. Kannst du? Kannst du? Na klar, Heidi, du geile Kirsche. Was? Achso, in dem Akzent. Na? Kreatin hast du letzte Woche bekommen. Ah, du hast Shiny Giratina geholt. Wo hast du es dir geholt? In der Zerrwelt oder in der Höhle danach? Hatte ich mit einem neuen Brilliant Diamond Safe Darkrai und Shime fangen, würde beide gerne Shiny handeln, aber hatte die damals gefangen gehabt? Nö. Kannst du nicht. Darkrai und Shaymin sind Eventmons. Und das Event ist vorbei. Wenn du jetzt einen neuen Speicherstand machst, dann hast du die beiden Items nicht, die du brauchst, weil das Event nicht mehr da ist. Einzige Möglichkeit, wie du ein Darkrai bekommst, nicht Shaymin, ist, indem du den Void Glitch machst. Der Void Glitch funktioniert aber nur für Darkrai. Moment, für... Ich bring's immer durcheinander. Ich habe da ein Video drüber gemacht. Guckt euch dort die Videos an. Ich vergesse das doch, nachdem ich das gemacht habe. Du brauchst Version 1.1.1, um Darkrai dir zu holen. Ohne Event. Warum kann Raichu Schaufler? Du wolltest Giratina in der Zerrwelt? Der DNS-Glitch ist wohl scheinbar meine letzte Wahl. Ja, den kannst du auf Gen 4 benutzen und dann die Shiny hunten dort.
Aber ist nicht nach der Arena, sollte mein Limit Level 100 sein. Brauchst halt das Original. Wie das Original. Kein BDSP. Gen 4. Gitarrist Felix. Besser. Ich muss immer noch den einen da machen, oder? Warte mal, kann ich nicht hier? Und jetzt muss ich wieder runter und dann wieder hoch. Warte mal. Ging das hier nicht? Ging das nicht? Oder ging das? Ich glaube, ich muss runter. Shiny Elite Krypuk, wo hast du das denn bekommen? Ich werde für immer an diesen dummen Blitz denken. Es macht keinen Sinn für mich, dass ich dadurch den Blitz durchlaufen kann. Das ist so komisches Game Design an der Stelle. Warum kann ich durch den Blitz da durchlaufen? Es sieht eindeutig so aus, als müsste man einen Weg außen rum finden. Hannes! Dankeschön für dein Tier 2. Dankeschön. Wie lange? Tier 2, 14 Monate. Gott. In Legends Arceus? Wie hast du das dort geschafft? Sorry, ein Elite zu fangen ist super, super selten. Deswegen hinterfrage ich dich gerade bloß. Wie hast du ein Elite Krypuk gefangen? Ausbruch. Das ist einfach sau lucky. GG. Komm, bring Knackerk um. Das hat's nicht verdient. Es ist nur paralysiert. Mit Multi-Reset? Okay. Dann ist das natürlich machbar. Aber du bist verrückt. Du bist verrückt, dass du das so machst. Das wäre für mich viel zu umständlich. Geht der DNS-Glitch für Shaymin und Darkrai auch in Platin? Der geht nur in Platin. Shaymin und Darkrai gibt es nur in Platin. Über die Methode, wie man es in Diamant und Perl kriegt, mache ich bald ein Video. So, und jetzt muss ich einfach wieder da hoch. Ändert das alles? Ja, ne? Ah ja, genau. Okay. Aber wenn ihr BDSP habt und ihr wollt es Shiny einfacher haben, dann versucht lieber in BDSP die Events zu machen, als es in Gen 4 zu machen, weil in Gen 4 ist es natürlich doppelt so selten zu kriegen. BDSP kriege ich es ja nimmer. Shaymin kriegst du auf keinen Fall. Arceus kriegst du, indem du es verknüpfst mit PLA.
Und Darkrai kriegst du durch den Void Glitch, aber nur auf BDSP 1.1.1. Also gehen tut's, nur Shining geht nicht. Und es könnte sich vielleicht schwierig rausstellen, ein BDSP zu kriegen mit 1.1.1. Nee, Shaymin geht aber Darkrai nicht. Sicher so rum? Warte, ich hab das doch aufgeschrieben. Ist doch alles auf dem Discord verewigt. Wo hier? Nur durch den S-Glitch in Platin, nur durch den S-Glitch in Platin. Achso, das habe ich aber nur geschrieben für Go. In welchem Video habe ich das aufgelistet? Doch, in dem Video über diese Pokémon haben ein Ablaufdatum. Eins von beiden, ich dachte aber es war Darkrai. In meinem Video sage ich Shaymin, okay, dann ist Shaymin. Versuchst du irgendwie alle Elite-Shinies zu kriegen, so Schmann? Das ist krass. Du musst nicht unbedingt Platin verwenden, Lennart. Wenn du das mit dem Void Glitch machst, wo ich mich jetzt letztens so informiert habe, dann kannst du es zumindest für Darkrai und Arceus auch in Diamant machen. Nur Diamant. Nee, für Arceus kannst du es nicht in Diamant machen. Arceus musst du wirklich legit shiny hunten in BDSP. Geht gar nicht anders. Ja. Geht gar nicht anders. Du erinnerst dich, es war Shaymin? Okay, es war Shaymin. Nur die neu sind in PLA und welche, auf die ich stoße? Das sind ja trotzdem einige. Wenn er die Items hat und die Mons noch nicht gefangen hat, geht's logischerweise, aber ich denke nicht, dass es darauf hinausgeht. Ja, deswegen sage ich ja. Darkrai geht anscheinend Darkrai. Darkrai geht auf keinen Fall, aber Shaymin kannst du trotzdem dir holen. BDSP ohne das Event. Weil man konnte sich noch diese Grasebene hochglitschen, genau. Aber nur in Version 1.1.1. Hallo Vortex. Das bleibt eh in Gen 4? Ja, dann geht's sowieso. War das mit der Azurflöte auch nicht shiny handbar? Doch, aber auch, also ich gehe immer jetzt davon aus, dass ihr das übertragen wollt auf Home. Wenn ihr es nicht übertragen wollt auf Home, geht sowieso alles in Gen 4. Es geht darum, sie zu übertragen. Und Arceus von der Azurflöte kannst du nicht übertragen. Und selbst wenn du Arceus mit dem Void Glitch in Diamant holst, was du übertragen kannst auf Level 100, wenn shiny ist, kannst du es nicht übertragen. Die gab es aber nicht auf Deutsch, oder? Was? Jetzt kann ich Kaskade lernen. Und kann zur Top 4 hoch, oder? Die Flöte? Doch, die Flöte gibt's auf Deutsch. Ich habe sie mir doch geholt hier. Ich habe doch hier Arceus und alles gefangen. Auf Deutsch und alles. Lady S, du bist ein Blanas. Ich muss jetzt irgendwie noch ein Pokémon fangen, das Kaskade lernen kann. Ich könnte es auch einem meiner Pokémon beibringen. Ich glaube nur Gastrodon. Aber Kaskade ist schlechter als Surfer.
Ich habe so wenige Items. Bedifas. Aber Bedifas kann all die anderen guten Sachen. Ich brauche die alle. Ich wollte nur sagen, ich habe Fusion gemacht. Ich weiß, aber ich bin beschäftigt, wie du siehst. Ich spiele gerade ein Spiel. Erdbeben, Eisstrahl, Surfer. Aber Surfer ist 95, Kaskade ist 80. Aber mal, ist Gastrodon eigentlich ein physischer Angreifer? Steht jetzt hier nicht. Was ist eigentlich Gastrodon? Gastrodon ist doch sicher physisch, oder? Ist quasi gleich. Verdammt. Minimal stärker der Angriff. Das heißt minimal. 7 stärker der Angriff. Gut, ich fange was. Ich fange ein dummes Pokémon. Was soll ich fangen? Was irgendwie. Letztes Mal habe ich, glaube ich, einen Bummelin gefangen. Wo finde ich Bummelin? Wo war nochmal Bummelin? Aber ich kann auch einfach, kann Bidisa auch Kaskade oder nur Bidifas? Hier ist deine Fusion, was hast du gemacht? Fusion, ne? Ja. Die nicht funktionieren, yay. Hier ist deine Fusion, jetzt sehe ich nichts mehr. Wie nennen wir es? Du musst ihm noch einen Namen geben, damit es existieren kann. Rosanchan. Rosanchan. Nocchana. 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 Rosanchan. Hey Puma! Schauen wir mal, ob wir dieser Kaskade lernen kann. Nocchana. Okay, dann hast du hiermit einen Nocchana in deinem Beutel. In deiner Box. Viel Spaß. Was auch immer du damit anstellen möchtest. Warum hast du diese Combo eingegeben? Pass auf. Ich sage, es geht nicht. Es geht nicht. Man entwickelt sich Bedifas. Ich kann auch versuchen, Bummelin zu finden. Wo war nochmal Bummelin? Ich habe doch so viele Bummelins gefangen. Ah, warte, Bummelin. Doch, ich weiß, wo Bummelin ist. Bummelin ist neben dem Kraftwerk. Wahre Fans nehmen Fusions mit dem Pokémon selber. Um die Mega-Version rauszuholen. Hier gibt's Bummelin. Das ist kein Bummelin.
Diese alten Sprites in der Box, um so zu sehen, hat schon was mies Nostalgisches an sich. Mies nostalgisch. Ja. Das wird jetzt, je höher wir in der Gen gehen, immer weniger der Fall. Aber genau genommen, jedes Spiel, auch Gen 9, hat in den Boxen diese alte Sprite an sich. Ansicht. Aber sehen halt heute nicht mehr so. Keine Ahnung. Nicht mehr so aus wie früher. Dankeschön, Velanciaga. Valenciaga. Dankeschön. Herzlich willkommen. Neue Shiny Challenges. Ich habe nicht wirklich eine neue Shiny Challenge. Ich wüsste keine. Außer halt spezifische Shinies zu fangen. Aber das ist ja keine Challenge. Das ist zwar eine Challenge an sich, aber nichts Besonderes. Die Frage, ob man auch eine Challenge daraus machen könnte. Sowas wie... Ich muss Shiny Giratina innerhalb von 100 Bällen fangen. Oder von 100 Resets fangen. Wenn nicht, muss ich meinen Popo in Nutella einschmieren. Mit Nutella einschmieren? Dann kommt der Gen 4 Living Dex. Hier, du schaust gerade live dabei zu. Wie ich einen Hyperball benutze. Es ist nur ein Bammelin. Mach mal ein Shiny-Quiz oder ein Pokémon-Quiz. Geh auf TikTok, da kannst du 100 Stück anschauen. Und bis du 100 Stück angeschaut hast, hast du die ersten wieder vergessen. Kannst du einfach wieder von vorne anfangen. Jetzt darf ich netterweise zu den Top 4. So, und ich mache jetzt Topschutz an und gehe jedem aus dem Weg. Moment mal, in dem dummen Berg sind auch sacken viele Trainer. Oh Gott. Oh Gott, der Berg war sogar richtig hart. Da waren richtig harte Kämpfe drin. Und ich musste jetzt mit dem dummen Bammelin rein. Weil ich muss, glaube ich, in dem Berg auch Kaskade benutzen. Oh nö. Topschutz in RL wäre schon nice. Vor was willst du dich schützen? Aber die sind nicht mit dir? Doch. Hä? Geh auf mein TikTok und schau dir alle meine Pokémon-Quizze an. 100 Stück. Ich weiß nicht wie viele, aber es fühlt sich an wie 100. Lass es 50 sein. Ausrufezeichen TikTok und dann schau dir alle meine Quizze an. Wo ist Kaskade? Da. Ich find's doof, dass in Karpo immer Starter-Raids kommen und das ist langweilig. Dann mach sie nicht. Aber die wird's noch so lange geben, mindestens bis alle Starter durch sind. Hier soll ich lieber Gengar nehmen? Nee, passt schon. Hat die Gengar irgendwas, was ich brauche? Nee. Okay. Dann geht's jetzt hoch. Die Siegestraße. Das mit dem Ribbon war aber ernst gemeint, oder? Dass ich eine Ribbon-Challenge mache? Ja. Aber keine Ahnung, vielleicht bin ich bis dahin tot oder sowas. Also versprechen kann ich sie nicht, dass ich es mache. Wo ist... Ich komme nicht zurecht mit diesen hier Topschutz. Ich
sneak an allen vorbei. Ich bin jetzt sowas von Big Boss. Metal Gear Fuck. An dem kann ich, glaube ich, nicht vorbei. Ich schaffe den Berg schon. Ich benutze ja das gleiche Team, mit dem ich das Platin durchgespielt habe. Klar schaffe ich das. Es dauert nur. Oder wir haben dich so sehr geärgert, dass du nicht mehr streamen magst. Genau. Die Siegestraße ist einfach ein Kampf. Ich finde es eigentlich schon cool, weil das war immer so die letzte Prüfung, ob du würdig genug bist. Und es gab immer super crazy starke Pokémon. Hier weiß ich jetzt gerade nicht. Hier waren schon auch krasse. Ich glaube hier... Was ist ein Gen 4? Was läuft denn hier rum dann? Keine Ahnung. Hallo Bisalina. Ich finde dein Team ist zu gewagt. Kennst du schon Togekiss, Luxtra und Lucario? Nein. Ich habe sogar ein Togepi, was ich zu Togekiss machen könnte. Mit sehr viel Arbeit. Auf dem Spielstand habe ich mir Evoli und Togepi geholt. Hallo Mauri. Einfach auf der Stelle laufen für die Freundschaft. Yay, bester Content. Ich muss an dem vorbei. Muss ich an dem vorbei? Nein, muss ich nicht. Wobei vielleicht schon. Vielleicht spricht er mich an, wenn ich am Rand bin. Nein, Idiot. Ich muss die wahrscheinlich eh alle nochmal für den nationalen Dex ansprechen. Aber bestimmt nicht alle, deswegen umgehe ich alle. Gibt es in BDSP einen Shiny Hunt, der sich wirklich lohnt, in diesen Games zu machen? Ja, Arceus. Arceus ist das einzige Spiel, in dem du ein Shiny Arceus fangen kannst. Und übertragen kannst in Pokémon Home. Hör nicht auf Happens. Hat keine Ahnung, was gut ist. Radar-Chaining ist nicht gut. Okay, ich würde jetzt gerne Bumbleen hier weglegen, aber ich kann nicht, ne? Ich glaube, da drin gibt es trotzdem noch Kaskade. Ich habe Arceus versehentlich gefangen, hatte Autosave an. Dann starte das Spiel neu und hol dir noch einen Arceus. Die Johto-Siegestraße hat keine Trainer, echt nicht? Dass sie in Gen 4 immer noch nicht eingeführt haben, dass der Topschutz automatisch weitergeht, wenn man will. Okay, warte mal, der Weg hier war aber relativ gemein. Oh Gott, wie war der nochmal? Ich glaube, ich muss da oben rechts hin. Wieder will das ganze Spiel nur mit der Shiny-Reihe füllen. Was heißt es? Will der 30 Boxen voll haben nur mit Shiny Shinks? Aber Legends Arceus muss ich nicht neu durchspielen. Nee. War Eis gut gegen Fee? Nein. Oh mein Gott, warum geht es so langsam runter? Oh mein Gott, Heitera, hör auf. So viel Verteidigung. Oh mein Gott, warum ist das so langsam? Ist langsamer als sonst. Aber wahrscheinlich einfach nur, weil es so unfassbar viel KP hat. Fee? Heitera ist Fee im Herzen. Kannst du Schwebel? Nein. Hast du Frieren oder Dungeon Meshi geschaut? Nein, ich guck nicht so einen Weep-Scheiß.
gucke nur One Piece. Das ist das Wahre. Magnuson kann auch keine Schwebe. Haha. Aber ich habe Frieren gelesen. Wie ein richtiger Weeb. Habe ich Frieren gelesen? Ich glaube, das hieß Frieren. Das, wo dieser Typ Auftragskiller ist, aber keine Emotionen hat. Ist das Frieren? Das habe ich gelesen. War das Frieren? Hallo, Runny. Runny, ich wollte dir eigentlich schreiben. Hab's vergessen. Warst du auf dem Poppy-Konzert? Ich hab's gesehen, also so Videos davon, und dachte mir so, da ist doch bestimmt gerade der Runny. Frieren ist eine Elfe, dann habe ich das nicht gesehen, nein. Ich glaube, ich bin hier in einem Bereich, der optional ist. War da nicht was? Shrik, du bist ein kleiner, noch nicht sexy Hase. Aber wenn du dich anstrengst, wird auch aus dir mal die Rule 34. Sehr gut. Was? Wie, ich bin zu langsam. Ernsthaft? Hä? Ah, das ist schneller, oder was? Nicht dein Ernst, warum ist es so schwer? Kann nicht sein. Wie? Kann ich nicht? Werde ich langsamer automatisch, wenn ich die Richtung ändere? Oh doch, es geht. Okay. Aber das ist alles noch optional hier, ich wusste es. Oh nein. Yay. Wie hat das geklappt? Indem ich perfekt um die... Mann, jetzt muss ich darüber. Perfekt um die Kurve gefahren bin, ohne anzustoßen. Ich wusste, dass es optional hier ist. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Warte mal, dich habe ich schon besiegt? Warte mal, hä? Bei Kativa. Pokémon Go. Widerlich. Viel Spaß. Heute ist Mittwoch, heute ist Raid-Tag. Schnell raus und spielt die Raids. Dann hier. Das war der richtige Weg. Nein. Was war denn nochmal der richtige Weg, ey? Muss ich runter? Aber runter ist nix. Runter ist nur im Kreis. Kraxel habe ich da gemacht. Okay, dann gehe ich mal hier und kraxel links runter. Bye, Bisalina. Aber hier ist auch nicht der richtige Weg. Ey, Pokémon Go Formdecks, vergiss es. Ich war krank leider und sie war ja nur Vorband. Ach, die war nur Vorband? Von was? Von Bring Me The Horizon oder so, oder? Ich hatte Tickets für ihre letzten beiden Headliner-Touren, die wegen Covid abgesagt wurden, und nun ist da und ich krank. Zudem war schon ausverkauft, bevor sie angekündigt war. Bad Omens, ja. Bei uns war letztens Bring Me The Horizon. Da waren die ganzen Punks, oder was heißt Punks, aber wir sind so durch die... Ich hab Rosa abgeholt von der Arbeit und neben der Arbeit waren schon ganz viele Punks überall am Rumgammeln. Also zumindest sahen sie so aus, was eigentlich nicht wirklich zu Bring Me The Horizon passt, aber... Hallo Madame Wunder,
Ich sitze gerade an deinem Shiny Mew Tutorial. Mega, danke dafür. Klappt auch mit der englischen Version. Aber nicht mit meinem Tutorial klappt es mit der englischen Version, weil da musst du was anders machen. Du musst nicht viel anders machen, aber du musst etwas anders machen. Aber freut mich. Ach, du kannst jetzt auf einmal schweben, obwohl deine beiden Beine einfach den Boden berühren. Nein, in Pokémon Go würde ich niemals sowas machen, weil in Pokémon Go kannst du nicht kontrollieren, was dir gegeben wird. Ist schrecklich. Wo ich mein erstes Blitzerfoto bekommen, war, als ich mit einem Firmenauto unterwegs war, nach Abzug der Toleranz 13 km/h zu schnell, weil das blöde 30er-Schild hinter mir gespawnt ist. Das war das teuerste Foto jemals mit 50 Euro. Das heißt, du bist ja, du bist halt 50 gefahren, ne? Eieieiei. Ey, ich finde jetzt, wo ich andere Länder mal erlebt habe, was es hier so kostet, ist Deutschland echt nett. 50 Euro sind vollkommen okay. Boah, ich check's nicht. Ich war doch jetzt überall. Das war doch gar nicht so schwer. Ich verbrauche meinen ganzen Topschutz. Da unten, da geht's nicht weiter, ne? Oder war das der Trick, dass es da weiterging? Da geht's nicht weiter. Irgendwo sind Kraxelspuren, die ich nicht sehe, glaube ich. Wir sind viel zu nett, darum hält sich auch keiner dran. Der Unterschied ist, glaube ich, eher, dass in Deutschland die meisten Leute besser Auto fahren können. Hä, sag mal. Darunter springen bringt doch nichts. Es muss da so ein Punkt sein, wo ich wehe. Autokratie. Das halte ich für ein Gerücht. Oh, dann fahr mal in anderen Ländern Auto. Nee, hier ist kein Kraxler. Boah, ich check's nicht. Aber hier bei ihr runtergehen bringt doch auch nichts, weil das ist einfach nur. Bin ich einfach nur hier im Kreis. Hä? Das ist der Ausgang. Hä? Der erste Raum und ich. Hä? Ich muss da runter. Heute wurde ich fast von einem Autofahrer auf einem E-Scooter angefahren, Fahrradspur mit Zebrastreifen, er zuckte mit Schultern und fuhr weiter. Dann pass mal lieber auf, bevor du über einen Zebrastreifen fährst. MacBosley, ist ja gemeingefährlich. Lass den armen Autofahrer in Ruhe. Hallo Jack. Ich versteh's nicht, es macht keinen Sinn. Was ist da für ein Weg? Wie komme ich da oben hin? Da eben, oh, komme ich ja nicht hin. Hä? Ich hatte nie ein großes Problem hier. Das ist nicht der gleiche. Das ist der gleiche Weg. Das bringt gar nichts hier hoch. Hä? Ihr dürft mir übrigens helfen, ne? Ich hatte doch nie ein Problem hier. Was check ich gerade nicht?
Ich wollte gerade sagen, eigentlich macht man in der Grundschule ja einen Fahrradführerschein. Yay, Nugget. Linke Seite rauf und da rein? Nein, hier ist nichts. Das ist ein optionaler Raum. Oder hier unten ist, geht's weiter, oder was? Ich bin so blöd. Oh mein Gott, ich bin so blöd, wie ich diesen Raum einfach abgestempelt habe als optionalen Raum. Danke, sorry, ich bin doof. Wenn ich streamen würde, hätte ich es schon längst rausgefunden. Ups. Oh, hier sollte noch gehen, oder? Geht das eigentlich? Haha, du Loser. Ja, aber ich hab's verkackt. Verdammt. Ich glaube, ich muss gegen sie kämpfen. Lungenleckerli. Ach, Lungenleckerli. Viele Autofahrer sehen E-Scooter nicht mal als Verkehrsteilnehmer an. Ich bin mir sicher, dass du natürlich im Recht warst. Ich habe nur Spaß gemacht. Aber ich erlebe hier so oft in diesem Land, es ist so krank einfach, wie Leute hier fahren. Zum einen anstrengend, weil viele Leute hier sehr unachtsam fahren. Also die sind immer am Handy an jeder Ampel. Ampeln sind ja auch leider anders wie in Deutschland. Also Ampeln sind hier nur gelb, wenn sie rot werden, aber nicht gelb, wenn sie grün werden. Und ich finde, das ist schrecklich. Macht keinen Unterschied eigentlich. Besser, es ist rot und dann wird es direkt grün. Und eigentlich, es ist ja wirklich kein Unterschied, aber es ist ein Unterschied für die Psyche. Vor allem für jemanden, der es anders kennt wie mich. Ihr kennt es ja, ihr steht an der Ampel und dann wird es gelb. Jeder kann sich vorbereiten und dann wird es grün, alle fahren los. Hier wird es sofort grün. Und da es sofort grün wird, kann man ja nicht sofort losfahren, weil man muss dann erst, oh, es ist grün, ich fahre los. Und dann stehst du halt da und der vor dir, es ist grün und fährt nicht los. Und bist so, Arr! Aber er kann nichts dafür, weil die Ampel ist halt gerade grün geworden. Naja. Aber das ist sowieso schon nervig, aber dann ist es noch nerviger, dass die Leute wirklich nicht aufpassen und einfach grün einfach nicht fahren. Die meisten fahren auch nicht die Geschwindigkeit, sondern immer 10 km/h drunter, weil sie gerade am Handy sind während dem Fahren, keine Ahnung. Aber es ist so krass, wie langsam und gechillt die Leute hier fahren. Finde ich schrecklich. Ich als Münchner Autofahrer in der Stadt, wo die Leute am schnellsten fahren. Auch noch schlimmer ist, sind tatsächlich Fahrradfahrer. Fahrradfahrer und Fußgänger in diesem Land sind eine Unverschämtheit. Und ich fahre relativ viel Auto hier. Mindestens 2-3 Mal die Woche. Und ich kann euch sagen, 80% der Leute hier haben kein Licht am Fahrrad an und sind schwarz gekleidet. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie immer echt kurz davor so und dann weiche ich aus. Herzlichen Glückwunsch. Haben kein Licht an, sind schwarz gekleidet, fahren über Rot, also wirklich über Rot. Also du kannst an der Kreuzung stehen und quasi du hast Rot und der Verkehr vor dir macht so. Und auf deiner Seite, wo rot ist, fährt ein Fahrrad einfach durch. Und er guckt halt so, sieht, dass gerade keiner kommt, fährt durch, nächstes Auto kommt. Und das sind auch so wirklich über die Hälfte der Fahrradfahrer machen das. Fahren einfach über rot, weil sie, keine Ahnung, nichts Besseres, also keine Ahnung, weil sie schneller wo sein müssen als lebendig. Und haben noch nicht mal Licht dabei an. Kreisverkehr macht hier auch jeder falsch. Da frage ich mich, ich sollte mal googeln, ob ich Kreisverkehr falsch mache. Aber so oder so, selbst wenn ich es falsch mache, ist meine Art trotzdem die richtige Art, weil wir es in Deutschland so machen. Man blinkt nicht in einen Kreisverkehr rein, sondern man blinkt, wenn man aus einem Kreisverkehr rausfährt. Na Leute, das haben wir alle gelernt. Du blinkst nicht in einen Kreisverkehr rein, weil es macht keinen Sinn. Sondern du blinkst dann, wenn du sagst, okay, hier will ich raus, also du kannst fahren. Oder du kannst nicht fahren, weil ich blink nicht. Hier ist es anders. Hier blinken die Leute im Kreisverkehr, um zu sagen, wo sie hinwollen. Wenn du nicht blinkst, heißt es, die wollen durch den Kreisverkehr geradeaus durch. Wenn sie links blinken, wollen sie die erste raus. Wenn sie rechts blinken, wollen sie die letzte raus.
Was niemandem was bringt, außer der Person hinter dir. Und nicht den Leuten, die wissen wollen, ob du abbiegst oder nicht. Und da wurde ich schon mal angehupt manchmal, weil ich nicht blinke, wenn ich in den Kreisverkehr reinfahre. Und ich sehe das nicht ein zu machen. Ich muss mal googeln, ob das hier so, ob das hier wirklich Gesetz ist. Aber es ist sowas von dumm. Und es ist abnormal, wie vor allem Fahrradfahrer und Fußgänger sich hier verhalten, als ob sie wirklich nicht verstehen, dass sie das schwächere Objekt sind. Und das Schöne ist, man denkt immer, der Stärkere ist immer schuld. Und der Stärkere ist auch immer schuld, weil der Stärkere sollte immer die Fähigkeit haben zu bremsen, selbstverständlich. Aber wenn es nicht möglich ist, ist es nicht möglich. Und ich kenne Fälle tatsächlich, die Freunden von mir passiert sind, wo der Fahrradfahrer schuld war. Und die haben den Fahrradfahrer umgefahren, aber Fahrradfahrer hat Schuld gekriegt, weil der Fahrradfahrer sich wie ein Volldepp behalten hat und buchstäblich in das Auto reingefahren ist. Und der Autofahrer konnte nichts machen. Aber ja, in der Regel ist immer der Stärkere natürlich schuld, weil man stärker ist. Aber es gibt Grenzen der Dummheit. Ich check's gerade nicht, was ich machen muss. Muss ich hoch? Achso, ich muss hoch. Ja, okay, dann ist einfach. Hoch und dann raus und wieder, ja. Hattest du schon mal einen Road Rage Moment? Also ich Road Rage immer, aber halt nicht gegenüber anderen. Ich habe Spaß dabei, im Auto mich zu beschweren. Aber ich würde niemals aussteigen oder niemals jemandem tatsächlich irgendwie den Vogel zeigen oder sonst irgendwas. Aber jede Autofahrt hier schrei ich im Auto. Aber es ist eher so ein Ventil einfach. Es ist nicht so, dass ich jetzt... Road Rage ist, glaube ich, vor allem dann, wenn du wirklich rot siehst und den anderen aussteigst und dagegen hämmerst oder jemanden extra anfährst und sowas. Das ist, glaube ich, Road Rage. Wenn du in deinem Auto drin sitzt und einfach sagst, oh, was ist das für ein Trottel, fahr! Rosa sitzt neben mir und sagt, hup! Ich so, nein, ich hup nicht. Ich habe die strikte Regel, dass ich nicht hupe. Außer es ist wirklich eine Gefahrensituation und du musst hupen, damit jemand, um irgendwas zu beschützen, irgendwas zu bewahren, ne? Weil hupen kann auch so viel Negatives noch herbeirufen, ne? Du hast jemanden, der irgendwie, keine Ahnung, der nicht losfährt und dann hupst du, weil er losfahren will und dann fährt er los, aber in der Zeit hat der vorhin wieder gebremst und er fährt los und fährt in den Rhein und im Endeffekt warst du schuld, weil du gehupt hast, weil du den quasi unter Stress gesetzt hast, weil du den verwirrt hast. Deswegen, ich versuche nie zu hupen, wenn dann Lichthupe oder halt einfach warten, weil es bringt nichts. Meistens in der Zeit, in der du gehupt hast, hat der andere schon bemerkt, dass er einen Fehler gemacht hat oder dass er zu lange gebraucht hat oder was auch immer. Hupen bringt nie was. Hupen bringt, wenn dann, nur Stress und somit noch mehr Gefahr im Verkehr. Aber ich, keine Ahnung, ich habe einfach Spaß daran, im Auto zu sitzen und mich über die Leute aufzuregen. Das sind wirklich so dumme Idioten. Aber ich selber mache auch Fehler und Leute regen sich über mich auf, natürlich. Ist halt Autofahren. Aber ich habe halt den Vergleich zwischen Irland und München. Und die Leute sind hier schon extra dumm. Wirklich extra dumm. In München fährt man zwar sehr riskant und sehr schnell. Also da fährt keiner 50, sondern mindestens 60. Und wenn du nicht 60 fährst, dann... Es ist auch so, was wir immer in München sagen, was ich auch immer so, es empfehle ich jetzt euch nicht, aber wenn eine Polizei neben einem fährt, so, oder hinter einem fährt, ist mir immer so, ah nein, was, wenn ich jetzt angehalten werde oder sowas. Wir haben immer die Regel dann, fahr nicht 50, wenn eine Polizei in der Nähe ist. Weil wenn du 50 fährst, denkt die Polizei, oh, der ist betrunken, der versucht vorsichtig zu fahren. Also fahr trotzdem so, wie du fahren würdest, auch wenn eine Polizei da ist, auch wenn es 55 oder 60 ist. Weil die Wahrscheinlichkeit ist eher höher, dass die Polizei dich anhält, wenn du genau 50 fährst. Weil die dann denken, du bist Psufer. So. Nee, ist aber natürlich keine Empfehlung, um Gottes Willen. Aber zumindest, auch wenn wir in München immer sehr schnell gefahren sind, alles super sichere Autofahrer einfach. Einfach... Immer sehr achtsam, also was heißt achtsam? Ich rede nicht von nett, aber sehr, also da, wenn du schnell fahren willst, wenn du präzise fahren willst und genau fahren willst und einfach rasant zu deinem Ziel kommen willst, musst du auch aufpassen. Und aufpassen ist das Wichtigste beim Autofahren. Und ich habe hier das Gefühl, die Leute passen nicht auf. Das ist die haben alle auf Autopilot gestellt
Und dann passieren halt diese dummen Sachen, weil jeder ängstlich, vorsichtig und Autopilot fährt. Die haben einfach nur Pech beim Denken. Autofahren darf halt jeder Idiot in Deutschland, merkt man häufig. Das stimmt auch nicht, was meinst du? Führerschein zu machen in Deutschland ist gar nicht so leicht. Erstens kostet er viel, das heißt, wenn du schon mal kein Geld hast, hast du schon mal keinen. Zusätzlich ist die Prüfung aber auch noch ziemlich lang und ziemlich strikt. Es gibt bestimmt auch leichte, also Lehrer, die einen leichter durchlassen und sowas. Ich kenne genug Leute, die durchgefallen sind. Wohingegen hier oder vor allem in Amerika oder sowas wird dir wirklich, oder in anderen asiatischen Ländern oder sonst irgendwo, wird dir wirklich der Führerschein hinterhergeschmissen. Wie oft darfst du denn den Führerschein versuchen zu wiederholen? Ich glaube, so oft du willst. Du darfst ihn zwar wiederholen, wenn du zweimal hintereinander es nicht geschafft hast und eine gewisse Zeit vergangen ist, seitdem du das letzte Mal, also du machst quasi deine Pflichtstunden, dann kannst du die Prüfung machen. Wenn du die Prüfung dann versemmelst, kannst du sie nochmal machen. Aber wenn da zu viel Zeit zwischendrin vergeht, musst du die Pflichtstunden nochmal machen. Ich glaube, wenn du zweimal durchfällst, musst du die Pflichtstunden auch nochmal machen. Und Pflichtstunden sind nur sowas wie in der Nacht fahren, zweimal, glaube ich, Autobahn fahren und Landstraße fahren. Das sind die Pflichtstunden. Die musst du dann, glaube ich, wiederholen, wenn du zweimal durchfällst. Aber das kannst du unendlich lang treiben, so oft du willst. Das kostet halt immer jedes Mal. Ich glaube, eine Fahrprüfung kostet schon 150 Euro. Einfach nur geprüft zu werden. Ja, das ist viel schlimmer, dass alte Leute Auto fahren dürfen, ohne dass die regelmäßig einen Test machen müssen. Da ist die Regel, dass nur die Polizei darf dir den Führerschein wegnehmen. Und die Polizei darf dir nur den Führerschein wegnehmen, wenn sie einen guten Grund haben. Und wenn die eben den Grund sehen, als du bist zu alt, um zu fahren, und es ist was Schlimmes passiert, es muss nämlich was Krasses passieren, dass dir der Führerschein weggenommen wird und sowas. Ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz sicher, aber meine Schwester wurde damals, ihr geht's gut, keine Angst, meine Schwester wurde damals als Teenager vom Roller, also sie ist auf einem Moped gewesen, und einen Lastwagen hat sie überfahren. Wirklich überfahren, die war unterm Lastwagen. Hat sich das Bein gebrochen. Und da war der Lastwagenfahrer anscheinend zu alt und den haben sie dann den Führerschein weggenommen und danach hat sich irgendwie die Familie bei meiner Schwester oder so entschuldigt oder bedankt, dass sie schon immer den Führerschein wegnehmen wollten, ihrem Vater, ihrem Großvater, aber sie nicht konnten. Und das hat endlich dafür gesorgt, dass ihm der Führerschein weggenommen wurde. Das ist so dumm. Keine Ahnung, lass halt einfach ab 70 musst du alle 3 Jahre einen kleinen Test machen. Mehr nicht. Nur einen halbstündigen Test, vielleicht auch umsonst oder für 50 Euro, wo du einmal kurz mit einem Fahrlehrer mit 70 Jahren einfach rausfährst und kurz eine halbe Stunde in der Stadt rumfährst, damit du deinen Führerschein behalten darfst. Wie kann das sein? Ich glaube, ich muss hier lang. Ab 70 nur noch mit Bobbycar, genau. Okay, wir sind, glaube ich, relativ am Ende. Der Weg war... Ich finde, es sollte ein 3-Strike-System geben. Du fällst 3-mal durch, womp womp. Ja, aber auch nicht für immer. Ich meine, was ist, wenn du tatsächlich deinen Führerschein sehr jung machst und es einfach nicht hinkriegst? Heißt es dann, du darfst nie wieder einen Führerschein machen? Was ist, wenn du 10 Jahre später reif genug bist und dann kein Problem hast und den Führerschein sofort bestehen würdest? Und warum sollten die dem Geld Nein sagen? Ich meine, ist doch nur Geld für den Fahrradfahrprüfer. Ich glaube, der lässt mich in Ruhe, ne? Aber ich kann gar nicht dahin. Ich hatte im Friseurladen eine Kundin, die wusste nicht mal, ob sie mit dem Auto gekommen war oder nicht. Ja. In Italien zum Beispiel haben wir immer, darfst die Handbremse nicht anziehen. Weil wenn du die Handbremse anziehst, machen sie das Auto dir kaputt. Weil
Italiener in Frankreich auch, weil die beim Ausparken die Autos anschubsen. Die haben, also, die sehen Autos nicht so als Statussymbol wie in Deutschland zum Beispiel. Da wird auch, habe ich auch Stories von meiner Tante und meinem Onkel gehört, die auch in Frankreich leben und sowas. Da hast du einfach nicht dieses, da ist ein Auto nicht so viel wert. Du kaufst es dir und dann hast du das, aber es ist egal, ob es kaputt ist oder nicht. Das heißt, wenn dich jemand anfährt, dann hält der nicht an. Dann ist es so, ja, ich muss halt da durch. Ich bin halt ein bisschen, hast halt jetzt eine Delle im Auto, ist ja egal. Und es ist halt denen allen egal, dass sie eine, ist halt ein Verbrauchsgegenstand, genau. Das heißt, beim Ausparken ist es für die normal, dass sie die Autos vor sich und hinter sich anstupsen die ganze Zeit. Aber wenn du halt eine Handbremse drin hast, kann man dich nicht anstupsen. Und dann kriegst du halt die Delle. Deswegen nie die Handbremse anziehen, sondern so lassen, dass du leicht schiebbar bist irgendwie und dann können sie sich rausmanövrieren, was auch so dumm ist. Vor allem, du musst eigentlich die Handbremse anziehen. Du kannst ja nicht, naja. Also folgt nicht meine Empfehlung hier. Ich rede nur Stuss, aber das ist das, was ich immer so, was wir in Italien gemacht haben, was gesagt wurde. Also nee, Deutschland ist definitiv eins der besten Autofahrländer, aber es gibt natürlich wegen der dummen, was heißt dumm, ich mag es natürlich auch, wegen der Autobahn gibt es natürlich unnatürlich viele Opfer. Und es ist krass, so wie in Amerika an den Waffen festgehalten wird, die Autobahn ist Deutschlands First Amendment. Underground Barbie. Du bist ein Mammutell. Natürlich macht die Autobahn, glaube ich, nicht so viel Schaden wie Waffen in Amerika. Aber es ist genau das Gleiche. Das heißt genau das Gleiche natürlich nicht. Aber lasst uns doch einfach alle 130 fahren. Und es ist schnell genug. Wir müssen nicht 200 fahren. Ich bin auch schon 250 Mal gefahren. Und es ist ein geiles Gefühl und es ist krass. Aber das passt auch mal. Das muss man nicht immer machen. Aber sobald du Leuten sagst, ja, lass doch einfach die Autobahn ab, also die Unbeschränktheit abschaffen, ey, tun so, als würdest du ihnen ein Bein wegnehmen. Wie besiege ich einen Georg? Moment mal, ist das überhaupt, ist doch gar kein Trainer, oder? Ah, okay. Es gibt nicht mehr Unfälle auf der Autobahn, wo unbegrenzt ist, wie in anderen Ländern. Das habe ich mal gegoogelt und tatsächlich Statistiken raus, hat mich nämlich wirklich interessiert auch. Und da habe ich Statistiken rausgesucht, von den Opferzahlen prozentuell in Deutschland und anderen Ländern, zum Beispiel Irland, und Deutschland war immer mehr. Weil, und zwar der Unterschied ist, dass es gibt vielleicht genauso viele Unfälle, aber die Unfälle in Deutschland enden eher fatal, also mit Tod, als woanders, weil bei uns die Unfälle mit 200 km/h passieren und nicht mit 100. Deswegen, also es kann sein, dass du recht hast, aber als ich mal nachgeguckt habe und Statistiken angeschaut habe, ist Deutschland definitiv wegen der Autobahn tödlicher. Vor allem, wenn du mit 200 jemand anderen rammst, ist der halt auch noch tot. Wenn du dich selber umbringst mit 200, selber schuld. Aber du bringst halt mit den 200 auch andere um. Also ich glaube, das kann man nicht sagen, dass das gleich ist. Es kann gar nicht gleich sein. Ich will doch nur zu meinem Schutz, ey. Hi, Mauri. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt bin ich wieder hier. Warum bin ich denn jetzt wieder hier? Ich glaube, ich muss hier hin. Da sollen so Puffer dran gebaut werden wie beim Autoscooter? Naja, eine Stoßstange ist der Puffer. Die funktionieren als Puffer. Stoßstangen sind der Puffer. Sie sind vielleicht nicht so klonky-klonky und glitzern nicht so wie bei Autoscootern, aber sie sind tatsächlich so wie bei Autoscootern. Vielleicht nicht ganz so sprunghaft.
natürlich in Deutschland ist einfach oft die Ansicht, weil sich jeder immer im Recht sieht, egal ob recht oder nicht. Ja, zum Beispiel eine Sache, was viele nicht verstehen beim Autofahren. Die Überholspur. Da darfst du nicht draufbleiben. Die Überholspur ist eine Spur, auf der du nur sein darfst, während du überholst. Und ja, gut. Ich sag auch, wenn ich 200 fahre und niemand ist hinter mir, dann ist es kackegal, ob ich auf der Überholspur fahre oder nicht. Weil wenn niemand hinter mir ist, kümmert es niemanden, ob ich links fahre oder in der Mitte fahre. Aber streng genommen, und das verstehen viele nicht, weswegen oft Stau aufkommt, du darfst nicht einfach links fahren. Wenn du links fährst, heißt es, du bist gerade am Überholen. Und wenn du gerade nicht am Überholen bist, darfst du nicht auf der linken Spur sein. Ich glaube, ich bin durch. Aber sollte nicht jetzt hier noch kleiner Wilfried kommen? Wie heißt er? Lutz? Nee. Ja, wo kommt Lutz? Ach, Lutz ist oben erst. Ach, hier ist die einzige Kaskade, die wir brauchen. Das wäre so blöd gewesen, wenn ich Kaskade weggetan hätte. Oder was ich auch schon mal hier hatte, oder auch in Deutschland hatte ich das mal, dass ich auf einer Straße gefahren bin und ich bin links gefahren, aber es war keine Autobahn. Wir sind von einer Autobahn runtergekommen und die Autobahn war vorbei. Also bin ich links gefahren und dann hinter mir jemand mit der Lichthupe. Ich so, was willst du von mir? Fahr halt rechts an mir vorbei, wir sind nicht mehr auf der Autobahn. Ich muss den linken Streifen nicht freilassen, dass du Raser an mir vorbeikommen kannst. Wir sind in der Stadt, wenn du an mir vorbei willst, dann fahr rechts an mir vorbei. Ja, Siegestraße habe ich auch einmal Kaskade genutzt. Okay, du hast vollkommen recht. Du hast natürlich vollkommen recht. Ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Ich wiederum verzichte oft auf mein Recht, weil mir meine Knochenheile besser gefallen, als kaputt Recht zu haben. Ja, das ist auch so ein... Ich glaube, man braucht so ein paar Einstellungen beim Autofahren oder im Straßenverkehr. Das eine ist vorausschauend fahren. Kriegt mir immer beigebracht. Vorausschauend fahren. Was damit reinzählt ist, bei jeder Situation, in der du bist, die ganze Zeit, bei jeder denkst du dir, dass die schrecklichste Situation jetzt passieren könnte und handelst dementsprechend. Also wenn du irgendwo fährst und du siehst nichts, nimmst du an, dass so ein kleines Kind auf der Straße sitzt. Und dann fährst du so, als ob dein kleines Kind auf der Straße sitzt. Also wenn du um die Kurve rumkommst zum Beispiel. Also du musst immer so fahren, als ob das Schlimmste passieren könnte. Und das meinst du. Ne? Du musst immer... Und auch einfach auf dein Recht verzichten, genau. Einfach den Arschloch des Arschlochs sein lassen, nicht auf deinem Recht bestehen und einfach sagen, okay, aber auch wenn du nicht Recht hast, ich sehe dich danach nie wieder und mir geht's gut. Ist die linke Spur auf der Autobahn die Siegestraße? Definitiv. Voller blöder Endgegner. Aber wir sind durch. Wo ist er? Und ich fahre auch Fahrrad und ich fahre auch Auto. Deswegen, ich verstehe beide Welten. Ich bin jetzt kein krasser Fahrradfahrer. Ich bin eher Autofahrer als Fahrradfahrer. Aber ich verstehe beide Welten. Ich bin in München viel Fahrrad gefahren und ich bin auch hier schon viel Fahrrad gefahren. Deswegen, ich verstehe oft, warum Fahrradfahrer sich so verhalten. Zum Beispiel hier, was ich nie verstehen wollte oder akzeptieren wollte, weil es Asso ist. Es klingt erstmal Asso auf den ersten Blick. Auf den ersten Listen. Madame Wunder, du bist ein Makabaya. Makabaya. Aber hier, wenn du zu zweit Fahrrad fährst, dann sollst du nebeneinander fahren. Auch wenn du auf der Straße bist. Aber ich dachte mir zuerst immer, nee, du fährst da und auf einmal du kommst nicht vorbei. Weil zwei Leute nebeneinander Fahrrad fahren und sich unterhalten. Oder denkst du so, die wollen einfach nur nebeneinander fahren, um sich unterhalten zu können, während sie auf der Straße Fahrrad fahren. Denkst du, was für Assos. Aber tatsächlich kriegst du das hier beigebracht, als Kind oder wie auch immer, kriegst du hier beigebracht, nebeneinander zu fahren, wenn du zu zweit bist, damit Autos noch vorsichtiger um dich rumfahren müssen. Weil du zu zweit natürlich noch mehr Platz einnimmst und die Leute noch mehr aufpassen müssen. Aber als Autofahrer war ich erstmal so, was zum Teufel macht ihr da? Wie könnt ihr so Asso sein?
Aber die machen das, um sich selber zu beschützen. Zumindest wurde mir das gesagt von einem Iren. Aber wenn da ein Fahrrad, wenn da ein Fahrradweg ist und ich fahre mit meinem Auto und dann ist da vor mir ein Fahrradfahrer, der auf der Straße fährt. Zumindest in Deutschland darfst du das nicht. Wenn ein Fahrradweg da ist, musst du auf dem Fahrradweg fahren. Soweit ich weiß. Seit wann lebst du in Irland? Seit fast 5 Jahren. Und hier, ey, hier werden die neuesten, schönsten Fahrradwege gemacht, damit die Leute mehr mit dem Fahrrad fahren und die Leute fahren trotzdem auf der Straße. Ich denke mir, warum? Ein nagelneuer Fahrradweg, glatt wie sonst was. Deine Eier bleiben verschont, keine Löcher in dem Fahrradweg. Und du fährst mit mir und den anderen gefährlichen Autos auf der Straße. Und dann verhältst du dich noch. Das ist eine, ich merke jetzt die ganze Zeit, ich weiß. Aber das ist eine Sache, die mich auch nervt. Wenn du als Fahrradfahrer dich entschließt dazu, auf der Straße zu fahren, sei es, weil du willst oder weil du musst, dann musst du dich so verhalten wie ein Auto. Dann kannst du nicht einfach immer noch denken, dass du irgendwie ein Fahrrad bist, was sich irgendwo durchschlängelt oder sowas. Nein, dann bist du einer von uns. Dann reißt du dich ein, genau wie jeder andere. Und dann musst du auch unsere Ampeln akzeptieren und nicht deine eigenen Ampeln erfinden. Hier, Lennart hat jetzt ein paar Statistiken rausgesucht. Es kann ja sein, ich weiß es nicht. Steinkante sollte ich nicht machen, wobei... Was passiert hier? Uiuiui, Volltreffer. Prozentual gesehen ist Deutschland nicht ganz oben, zahlenmäßig aber zweiter Platz nach Spanien. Die neuesten Einträge sind aber von 2016. Es gab wohl mal eine irreführende Statistik, die prozentual auf die Einwohnerzahl gerechnet wurde. Somit ziehe ich meine Aussage zurück. Gibt aber, wie bei vielen Dingen, gute Argumente für und gegen eine unbegrenzte Autobahn. Mir fallen tatsächlich... Ich war auch immer ein Verteidiger eigentlich von der Autobahn, weil... Keine Ahnung. Ich sehe mich als guten Autofahrer, lass mich halt schnell fahren. Ich komme schneller von A nach B. Aber mir fallen eigentlich wirklich objektiv gesehen keine guten Argumente ein. Es ist schlecht für die Umwelt, weil du schneller fährst und somit mehr Zeug verschwendest. Langsamer fahren spart immer mehr Sprit. Ich glaube wirklich so 110 ist so dieses, ist glaube ich die Geschwindigkeit, wo das Auto, glaube ich, das kommt auf Auto, glaube ich, drauf an. Das ist glaube ich die Geschwindigkeit, wo das Auto quasi in der Balance ist zwischen Verbrauch und Geschwindigkeit, also die perfekte Geschwindigkeit, um am wenigsten zu verbrauchen irgendwie und halt am Ort zu sein. Ich weiß nicht, ob es 110 oder 130 war, ich glaube es war 110. Das ist glaube ich hier pro Auto anders. Es ist definitiv gefährlicher, es kann keiner sagen, dass es nicht gefährlicher ist, weil mit 200 km/h ist es tödlicher und gefährlicher und Reaktionszeit und was nicht immer. Der einzige Vorteil wirklich ist die Öffentlichkeit. Also, dass in Amerika gesagt wird, oh, die Autobahn. Tourismus quasi. Tourismus ist das Einzige, was mir einfällt, was positiv an der Autobahn ist, dass Leute herkommen, um die Autobahn zu benutzen. Weiß ich aber auch nicht, ob das so gut ist, wenn Fremde quasi die Autobahn benutzen, wenn sie nicht die Regeln perfekt kennen. Vielleicht dürfen sie auch nicht benutzen, wenn sie nicht... Aber eigentlich darf man in Europa zumindest überall fahren. Naja. Und selbst wenn das... ein guter Grund wäre, glaube ich, ist der andere Grund von wegen tödlich, sticht diesen Grund. Also mir fallen ehrlich gesagt keine guten Gründe für eine Autobahn ein. Und ich mag es auch. Ich finde es auch cool, dass wir schnell fahren dürfen und dass wir das haben und dass andere Länder das beneidenswert finden und so weiter. Aber komplett objektiv gesehen, genau wie mit Waffen in Amerika, es ist die Nachteile, und ich sehe nur Nachteile, überwiegen so immens. Der Autobahntourismus, genau. Fahrradwege sind, glaube ich, nur Pflicht, wenn ein Schild dabei steht. Aber hat nicht jedes Fahrrad. Keine Ahnung. So, nimm meine. Ich kann hier gar nicht hin ohne. Aber sie haben hier nochmal extra eine Flag eingebaut. Ich kann hier nicht hin ohne alle Arena-Orden. Ich dachte, wir spielen ein Pokémon-Game. Machen wir es nicht?
Soll ich jetzt direkt einfach... Was heißt Gastrodon eigentlich für ein Item? Ewiges Eis, okay. Ich glaube, ich habe nicht viel Zeug, was ich ausrüsten könnte. Finsterstein. Moment, die bringt gar nichts gegen Unlicht. Donnerstein, Nugget, Schafklaue, ewiges Eis. Ich habe echt... Okay, ich habe nur Eisstrahl auf Gastrodon. Schafklaue macht Volltreffer hoch. Also geben wir das mal meinem Stärksten. Das Stärkste sollte, glaube ich, Knackrack sein. Sonst habe ich nichts. Gelbstück ist, glaube ich, egal. Ja, ich habe nichts sonst. Ich habe nicht mal eine Beere. Bedifas wird alles richten am Ende. Mein Gengar ist sogar zu schwach wahrscheinlich. Mein Panferno ist, glaube ich, sogar zu schwach. Ist nicht Cynthia Level 65? Okay, aber dann kaufe ich mir noch ein paar Top-Genesungen. Top-Genesung oder Top... Ja, doch, Top-Genesung. 10. Okay, aber ich kann nur... Okay, machen wir 10 Top-Genesungen. Wie viel Beleber habe ich? 11 oder 20 Beleber? 20, okay, das reicht. Top Genesung 11, Fiebertrank 23. Okay, dann kaufe ich jetzt davon noch Top Trank. Oder Top Beleber. Top Beleber kann man nie kaufen. Echt komisch, dass man Top Beleber nicht kaufen kann, aber Top Genesung. Wer ist der Erste? Ist der Erste nicht sogar Ignaz? Ist Ignaz der Erste? Ich glaube. Als E-Scooter ist Fahrradweg immer Pflicht. Wenn nicht fahren, müssen wir die Straßenbahn nutzen. Das wissen viele Autofahrer nicht mal. Ihr müsst die Straßenbahn nutzen? Also die Tram? Du meinst einfach die Straße. Das ist klar, dass ihr nicht... Also... Ja. Ja. Vitalkraut? Ja, aber das kann man auch nicht kaufen. Ja, du hättest recht, meine ID ändert sich nicht. Es passieren andere Dinge, verdammt. Von was reden wir? Mehei? Ist das ein Thema von vor ein paar Tagen, was ich mich nicht mehr dran erinnere? Mehei, was meinst du? Das interessiert mich. Shiny Mew. Meine ID ändert sich nicht, es passieren andere Dinge, verdammt. Shiny Mew. Ah ja! Englisch. Ja, du musst dir ein englisches Tutorial anschauen. Ich glaube, du hast viel richtig gemacht. Du musst am Ende nur andere Anzahl von Items und sowas benutzen. Deswegen schau dir jetzt ein englisches Tutorial einfach an. Gib einfach ein, schau dir das Video von Austin John an. Austin John? John Austin? Austin John. Austin? Austin John, ja. Yeah. Ich will immer Sean Austin sagen. Hallo Membaria. Austin John, schau dir das einfach an. Das ist, glaube ich, das bekannteste von allen. Und das musst du einfach jetzt vergleichen. Du hast, glaube ich, schon alles gemacht. Aber jetzt musst du noch ein paar andere Sachen machen. Kann auch sein, dass es von Anfang an anders sein muss. Aber ich habe in meinem Video gesagt, dass es nur für Deutsch ist. Ne. Viel Erfolg. Hallo Thomas. So, dann schauen wir mal, ob wir First Try. Das Team ist auf jeden Fall schlechter. Mein Panferno ist lang nicht so trainiert wie in meinem ersten Versuch, weil das ist das Panferno von diesem Spieldurchgang. Und ich glaube, ich hatte anstatt Gengar hatte ich Bronzong dabei. Ich glaube, anstatt Bedifas hatte ich Bronzong dabei.
Aber ich kann mich erinnern, dass ich vor allem wegen dank den Items hatte ich kein Problem, den Champ zu besiegen. Allein Gastrodon sollte jetzt carryen hier. Ewig genau bekommt man Vitalkraut. Ah, okay. Aber braucht man nicht. Alles ist gut. Lennart, ich kann mir jetzt diese Zahlen da nicht durchlesen. Wie soll ich in so einem Twitch-Chat solche Zahlen durchlesen? Und es ist irrelevant, irgendwelche Zahlen zu vergleichen. Egal, wir lassen das Thema. Aber ich sehe trotzdem keinen Grund, warum die Autobahn aufrechterhalten bleiben sollte. So, warum habe ich jetzt Jan Mega gemacht? Weil ich kann. Bam. Eisstrahl meine ich. Kann es sein, dass das gar nicht Ignaz ist? Aber macht nichts, ich habe Eisstrahl. Warum das Bedivas im Team und nicht irgendwas anderes? Ach, was soll ich denn anderes nehmen? Mein Level 1 Togepi oder mein Level 5 Evoli? Das, was du hier im Team siehst, ist alles, was ich besitze. Gab es keinen PC mehr? Doch. Ich besitze kein anderes Pokémon. Wofür auch? Ich renne hier durch. Pass nur auf, wie schnell ich hier durchrenne. Bedivas wird vielleicht mal das Team betreten, den Kampf betreten, damit ich ein anderes heilen kann. Alter, Eisstrahl durch und durch. Wobei, das ist Stahl, verdammt. Ist Scherox? Nee, Scherox ist kein Flug. Aber wir können Steinkante... Okay, probieren wir mal Steinkante. Gib ihm! Ach, verdammt. Hör auf, Kreuz! Oh mein Gott, hör auf. Alles ist noch gut. Ach, fuck, du hast Topgenese. Okay, mein Gastrodon wird vielleicht draufgehen. Aber das ist okay. Scherox ist ein würdiger Gegner. Warum ist Surfer so gut? Oh Gott. Und warum ist Gastrodon schneller als Scherox? Aber ich bin auch um einiges stärker. Aber Gastrodon ist eines der langsamsten. Chiondragi ist Giftkäfer. Erdbeben ist 100% oder 95%. Und Kreuzschere. Okay, alles gut. Bye bye. Hallo Boka. Erbaro. Jetzt kommt Ignaz. Der Spatz. Oh, wir haben hier eine Karte. Entschuldigung, 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 Mörsel. Mörsel, du bist ne Ding. Eine Wasserblume. Mörsel. Mörsel, die Wasserblume. Hallo Danu. Maurice Beck. Hab ich Trank? Nein. So, eigentlich wollte ich ja gar nicht. Was hätte ich denn sonst genommen? Ich glaube, ich hätte meinen Panferno genommen. Aber Gastrodon hat geholfen. Wir haben weitere Zettel. Mauri ist ein Zubat. Oh mein Gott. Wir haben Fotori mit einem Luxtra. Und wir haben Fresh Boka mit einem, wie der Anime sagt, Sarude. Es kommt immer noch kein Ignaz? Gott. Ich dachte, Ignaz kommt am Anfang direkt. Okay, warte mal. Du hast einen Boden, aber es kann doch nicht sein, dass ich jetzt wieder meinen Gastrodon nehme. Ich habe kein AP Plus. Oder kein AP Äther. Aber ich muss den nehmen. Hat die Gestein oder Boden? Bei Gestein könnte ich auch Panferno nehmen und Staraptor. Ich mach mal Panferno, wenn es Boden ist, dann bin ich so weg.
Aber wenn es Boden ist, wenn es Gestein ist, ist ein Staraptor weg. Was ist, ist die Boden oder Stein? Wir hatten noch keine Steinarena, oder? Wir hatten aber auch noch keine, doch, wir hatten Bodenarena. Es muss Stein sein. Weil am Anfang, nee, das, war das Stahl oder Boden am Anfang, die Arena? Ich sage, das ist Stein. Deswegen nehme ich Panferno. Es ist Boden. JJ, ich glaube dir. Verdammt. Dann muss ich ja Gastrodon wieder nehmen. Okay, okay, okay. Ich muss zuerst das Falsche sagen, damit ihr mich korrigiert. Es ist Boden, du Idiot. Aber es könnte auch Stein sein. Ich meine, guck die Steine an. Und dann kommt Ignatz. Ich mag den nicht, den Ignatz. Er sagt, er mag Feuer-Pokémon und hat keine Feuer-Pokémon. Katze übertreibt's jetzt. Katze übertreibt's jetzt und schickt mir einfach die Pokémon-Namen. Du bist lustig. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Backseat Gaming erlebt, wie was du gerade getan hast. Was hältst du von Plankton Metal? Du erwartest nicht, dass ich das kenne. Du weißt ganz genau, dass ich keine Ahnung habe, was du meinst. Was ist Plankton Metal? Ist das sowas wie Diddly-Doo? Nur für SpongeBob? So ein Charakter aus einer berühmten Show genommen und eine komplette Band daraus gemacht? Genau. Flugboden, ne? Skorgler Flugboden oder Giftboden? Ne, es muss Flug sein. Mount Surfer. Also ist es tatsächlich, es hat was mit Plankton zu tun. Ich weiß nicht, soll ich mir das anhören? Es klingt so gut. Okay. Ich glaube, du musst mich daran erinnern, aber... Theresa? Theresa! Sollte die nicht Bu heißen auf Deutsch? Theresa? Du hast Rihornio in deiner Liste vergessen und sie hatte keinen Morlord. Katsu. Lügenpresse. Du hast Rihornio vergessen und sie hatte auch keinen Mogelbaum. Was? Du hast komplett die falschen Pokémon aufgezählt. Ich glaube, du hast eins am Ende vergessen. Theresa? Aus Perl? Unfassbar. Hallo Dead Angel. So, Gastrodon ist am Carrying und wird jetzt weiter Carrying. Oh Gott. Aber ich habe einen Top-Äther. Noch nicht, noch nicht. Boy, what? Ignatz. Mit dem Schnatz, der kleine Spatz. Hallo Rectozio. Die 3 ist bei. Die Edition ist, by the way, von den 3 meiner Lieblingseditionen. Ich glaube, keiner sagt, dass Platin schlechter ist als die anderen beiden.
Es gibt niemanden auf der Welt, der sagt, also meine Edition ist Perl. Es muss immer Platin sein. Oh nein, die haben Sonnenlicht. Was habe ich, Runny? An deinen Blackout ab... Was? Was, Runny? Kannst du, wenn du gleich mal Zeit hast, auf Instagram PN gucken? Danke. Warum? 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 Warum sagst du mir das jetzt hier? Was sagst du mir, dass ich jetzt im Stream anschauen muss, was ich nicht nach dem Stream automatisch sehe? Oder was du nicht jetzt in den Stream einfach reinschreiben kannst? Semi-wichtig. Ha, ha, ha. Ach so, Blackout. Der kleine Zipfel. Nee, ich habe ihn nicht damit abgefunden. Ich mag meinen linken Arm nicht. Und ich gebe dir die Schuld natürlich. Aber ich habe schon Pläne, was als nächstes kommt. Und dann soll der Tätowierer das einfach fixen. Nicht Community geeignet. Ja, aber warum sagst du es mir dann jetzt hier? Weil wenn du es jetzt mir hier sagst, muss ich es ja jetzt vorlesen. Warum kannst du nicht einfach warten, bis der Stream vorbei ist? Und dann sehe ich die Nachricht automatisch. Weil wenn ich jetzt auf Instagram gucke, interessiert jetzt jeden, was du mir schreibst, weil du es hier öffentlich gesagt hast, dass du mir privat geschrieben hast. Also gucke ich jetzt und jemand könnte jetzt Kamera hinter mir aktivieren und einfach mitlesen. Vor allem kann ich das noch nicht mal, weißt du, ich hätte das so viel besser machen können, was du willst, offline. Ah, warum geht die Kamera nicht? Warum geht die Kamera nicht? Ich weiß, warum sie nicht geht, weil mein PC, seitdem ich ihn neu aufgesetzt habe, im Arsch ist. Das Problem ist jetzt noch eher Rictozio. Jetzt habe ich die Nachricht angeklickt. Das heißt, sie steht nicht mehr da als ungelesen. Das heißt, jetzt, wenn der Stream vorbeigeht, habe ich total vergessen, dass du mir das gesagt hast. Es hat nur Nachteile. Du musst mir jetzt quasi nochmal schreiben, damit ich es nicht vergesse. Okay, hast du gemacht. Sehr gut. Oh, stand's jetzt drin? Ich darf's euch nicht sagen. Ich darf's euch nicht sagen. Bedankt euch bei Rictozio. So scharf ist die Kamera nicht. Oh, dann musst du mal die Brille aufsetzen. Nee, ich will mein rechtes Bein sowie meinen rechten Arm machen, also mit Manga-Panels voll machen. Und da gehe ich wieder zu dem, der mir den rechten Arm gemacht hat. Also ich habe noch nichts geplant. Ich habe mir ein paar Manga-Panels rausgesucht, aber mehr auch nicht. Und irgendwann mache ich das und der ist halt so ein Black Art Künstler und der schafft es sicher, meinen linken Arm auch einfach gerade zu machen. Es gibt mittlerweile einige gute Manga-Künstler. Ja, aber ich gehe zu dem, den ich kenne. Und da muss kein Manga-Künstler sein, um Panels nachzufahren. Okay. Mein Blackout sollte man gut fixen können? Eigentlich nicht. Ich bin eigentlich ziemlich piss darüber. Ich habe gesagt, die Linie soll einfach gleich sein. Und die Linie ist jetzt gleich.
Nur ist da ein Zipfel. Und den Zipfel kannst du nur fixen, indem du die Linie hochsetzt. Aber wenn du die Linie hochsetzt, ist es nicht mehr gerade. Es ist nicht mehr gleich wie mein linker Arm. Also nein, es ist nicht perfekt fixbar. Es war einfach ein richtiger Vollidiot. Es tut mir leid, aber du kannst nicht einfach was aufzeichnen und dann während du tätowierst, einfach was anderes machen, als du aufzeichnest. Knackrack brennt. Wir werden jetzt Knackrack brauchen, denn das ist, glaube ich, ein Drachenmensch. Sieht ein bisschen aus wie abgerutscht. Nee, nee, nee. Ich habe zugeguckt, während er... Aber was hätte ich machen sollen? Wow, 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 wow. Ist zu spät. Moment, ich sollte Knackrack an erster Stelle... Verdammt. Man sagt, ich wäre der Härteste der Top 4. Oh, ich weiß nicht mal, wie du heißt. Lucien. Lucian. Und startet mit einem Pantimus. Das ist aber kein Drache. Moment. Ist das doch kein Drachentyp? Whoops. Lucien. Hoho. Bazinga. Ah, nicht Surfer. Mhm. Hallo, The Cryonix. Cryonix. Aber weißt du, was ich letztens für ein tolles Zitat auf TikTok gehört habe? Wo ich mich auch ein bisschen... Also bei mir ist es noch nicht ganz so krass, aber da hat jemand gemeint, er kennt so viele tätowierte Menschen, die alle bereuen, dass sie sich so beeilt haben. Weißt du, sobald sie 18 waren oder schon davor einfach zu tätowiert und jetzt sind sie reif und erwachsen und 30, 40, 50 Jahre alt, und bereuen, dass sie nichts mehr machen können, weil ihr Körper voll ist. Deswegen, Runny, lass dir doch ein bisschen Zeit. Lass dir doch Zeit. Was mache ich jetzt gegen Psycho? Moment, Geist war schlecht gegen Psycho. Warte mal, wie rum? Ich vergesse es immer. Ah, ich vergesse es immer. Wie rum? Psycho ist gut gegen Geist. Wir werden es sehen. Ja, yep, Psycho ist gut gegen Geist. Yep, 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 nicht andersrum. Okay. Geist gut gegen Psycho. Warum war das gerade dann sehr effektiv? Aber Psycho gut gegen Gift. Oh. Psycho gut gegen Gift. Ja, Gengar ist Gift. Okay, aber dann hatte ich ja doch nicht so Unrecht. Nee, aber Psycho gut gegen Kampf. Das stärkste Pokémon aus Gen 1 ist besiegt. Yay. Noch 50% frei, als ob. Warum ist Fliegen gerade so krass stark? Ja, okay, weil es Kampf war. Ich weiß, warum Fliegen so stark war. Alles gut, alles gut. Ich bin klug. Ich kenne mich aus.
Warum ist mein Fliegen so stark? Oh mein Gott. Halber Kopf noch frei. Und die Zunge kann man auch noch jeweils durch zwei teilen. Vier Zünglein. Gibt's das? Hat das schon mal jemand gemacht? Jetzt könnte es aber schwierig werden. Aber wir... bleib mal bei Fliegen. Geht nicht. Wenn das so eine Spaghetti-Zunge. Hallo Muck. Sollte normal stark sein. Warum war Psychokinese so stark? Ich weiß, es hat Gedanken gut gemacht. Trotzdem. Und Ferno, der macht doch jetzt sicher wieder Top-Genesung. Der hat doch bestimmt drei Top-Genesungen. Eyo, sag ich doch. Komm, gutes Flammenrad, aber ein gutes Flammenrad. Das war kein gutes Flammenrad, ein besseres Flammenrad. Besseres Flammenrad. Jetzt ein besseres. Schlechtes Flammenrad. Komm schon. Mir ist klar, dass es stark ist und dass ich Kampf bin, aber so stark? Okay. Wie viel hat der noch? Ich habe eine leichte Psychoschwäche irgendwie. Wie war Unlicht? Unlicht geht gegen Psycho. Psycho geht nicht gegen Unlicht. Ja. Okay. Nee, Danu. Das war das letzte. Okay. Bronson. Das letzte Gefecht. Ich habe ja ein paar Beleber. Aber ich glaube, ich könnte sogar nur mit meinem Knackrad gegen Cynthia gewinnen. Bestimmt. Werde ich es beweisen? Nein. Denn das hier ist ein Speedrun, wie man merkt. Alan Wake machst du dir? War das zweite so gut? Auch selbst die KP füllen sich so langsam auf. Wann kommt dann, nicht Ellie, sondern wie ist die andere? Abby? Abby? Hieß sie Abby? Abby, wann kommt dann Abbys Gesicht auf den Oberschenkel? Fehler im Speedrun Nummer 1, männlicher Charakter. Ernsthaft? Nimmt man den weiblichen Charakter für den Speedrun? Wegen Frames? Oder wegen... Hä, warum? Adams Gesicht als Tattoo. Wenn dann eine kleine Bombe als Hommage. Weil der Protagonist als Frau immer mehr spricht. Aber dann sollte man doch einen Mann nehmen. Wenn die Frau mehr spricht. I don't understand. Okay, gehen wir nochmal durch. Was hat Cynthia? Lucario, Gastrodon, Roserade, Togekiss, Knackrack, Milotic. Sie fängt... Krippok habe ich vergessen. Warte, was hat sie nicht, was ich aufgelistet habe? Was hat sie in Platin nicht? Sie hat auf jeden Fall Togekiss, Lucario. Entweder sie hat kein Roserade oder kein Gastrodon. Weil Krippok kommt als erstes. Gegen Krippok muss ich Fee machen. Aber ich habe keine Fee, deswegen nehme ich Gengar? Doch, die hat Roserade. Hat die kein... Ich glaube, sie hat kein Gastrodon. Ein Platin. Ich glaube, Gastrodon wurde ersetzt mit Togekiss. Und gegen Togekiss haben wir Eisstrahl von Gastrodon. Roserade ist Panferno. Krippok... Ich weiß nicht, ob wir das downkriegen mit
Gengar. Wir probieren's. Roserade kann ich aber auch Staraptor nehmen. Milotic. Milotic ist auch gemein. Milotic nehmen wir dann auch irgendwas Staraptor-mäßiges. Knackrack nehmen wir Knackrack. Lucario nehmen wir Inferno. Oder Staraptor. Wobei Stahl ist schlecht wegen Flug. Ach, der Rivale spricht als Frau immer mehr. Ah. Also, das ist ja nicht der Rivale. Du kämpfst, glaube ich, kein einziges Mal gegen sie. Also gegen Dawn. Auf Englisch heißt sie Dawn. Okay, die spricht dann mehr. Okay. Ich fange mal jetzt wirklich an mit Gengar. Es kann halt wirklich eigentlich nur Spukball. Wir probieren's. Die weibliche Person spricht immer mehr als wie die männliche, deshalb nimmt man die weibliche Option, da dann weniger Text weggedrückt ist. Yes. Beste Musik. Lilly. Komm, fuck. Nein, es ist kein Finsterauer. Chill. Ein Volltreffer. Okay. Kein Problem. Habe ich wieder gesagt am Anfang vom Kampf, ich brauche Fee, aber habe keine Fee. Es gibt keine Fee. Nehmen wir einfach Krypuk. Ich nehme Krypuk. Nehmen wir einfach Staraptor und machen wieder Fliegen. Das war vorhin so geil. Ich sollte keine Schwäche haben, oder? Staraptor! Neben Gastrodon, das Main. Jetzt kommt schon Togekiss. Was habe ich dir angetan, dass du jetzt schon Togekiss nimmst? Aber okay, was könntest du tun, dass mein Gastrodon down geht? Du machst doch jetzt sicher eine Elektro. Du bist doch so ein Donnertier. Togekiss kann doch ein Donner. Deswegen Gastrodon. Ich glaube, deswegen hat sie Togekiss genommen, weil es Donner kann. Schockwelle, ja, sowas ähnliches. Luftschnitt, also nix. Da war doch nix. Eisstrahl. Weg? Ist es weg? Nein! Easy. Roserade macht mich fertig. Deswegen muss ich mein Staraptor nehmen. Musst du nicht mal aufs Klo, wenn du so viel trinkst? Ich trinke nicht viel. Ich tu nur so. Da ist gar nichts drin. Ist es weg? Wahrscheinlich. Easy. Und was? Lucario? Kann ich dem nicht auch relativ wehtun? Nee, wie war das? Stahl, Flug? Flug ist schlecht gegen Stahl, aber Stahl ist egal bei Flug.
Und Kampf ist erst recht egal bei Flug. Das ist eigentlich kann er mir, glaube ich, nichts antun. Ich schau mal, was Fliegen macht. Steinkante, der kann Steinkante. Okay, dann ist blöd. Aber Flug ist stark genug. Oh. Ich hätte Sturzflug machen sollen. Dann wäre es jetzt weg gewesen. Sturzflug hätte ihn gekillt. Und jetzt bin ich weg, ja. Sturzflug hätte ihn gekillt. Schade, das wird sich jetzt heilen. Nehme ich jetzt schon Knackrack. Was kann das gegen Knackrack? Nix, oder? Panferno. Panferno sollte aber auch okay sein. Panferno, Gastrodon. Vielleicht kann es Donnerschlag, aber es wäre egal. Ich nehme mal meinen Panferno. Aber es wird sich jetzt heilen, ey. Ja. Kapalores, danke schön für deinen Prime. Danke. Komm, geh wenigstens. Ah, fuck. Es wird zurückgerufen, hat er Angst? Jetzt nimmt er Milotic. Ja, das war klar. Ein Erdbeben und das Ding ist weg. Also hätte ich Gastrodon nehmen sollen. Aber es brennt. Aber das hat doch die Heißorb-Taktik, oder? Das ist schlecht, wenn es brennt. Oder hat es die Taktik hier gar nicht? Ich glaube, in BDSP hat es die Heißorb-Taktik. Ja, nee, ich muss zurückrufen. Ich hätte jetzt Staraptor genommen, aber das ist weg. Gastrodon ist auch weg bei einer Wasserattacke und es wird jetzt sicher eine Wasserattacke machen. Knackrack ist bei einer Wasserattacke auch weg. Oh nein! Okay, ich muss meinen Staraptor wiederbeleben. Erdbeben wäre doch vielfach effektiv. Boden ist gut gegen Kampf? Seit wann ist Boden gut gegen Kampf? Ist das so? Wechselt vorher Bedifas ein? Nee, Bedifas ist doch sofort weg. Als ob Bedifas einen Surfer überlebt hätte. Kann das Donnerblitz? Ich glaube nicht. Das kann, glaube ich, Genesung, Surfer, Eisstrahl oder Aurorastrahl und Agilität oder sowas. Doppelteam? Was ist nicht? Da war noch irgendeine. Aber es kann Eisstrahl. Dann ist mein Staraptor doch ziemlich weg. Aber ein Staraptor wird definitiv zuerst angreifen. Ich mache jetzt Sturzflug mit Staraptor. Panferno jetzt auch. Ja, aber ich konnte wenigstens ein Heil-Item nehmen. Wenn ich Bedifas eingewechselt hätte, hätte ich nichts machen können. Bedifas wäre einfach tot gewesen. Sturzflug. Drachenpuls. Das muss doch, es kann doch immer Genesung. Naja, Sturzflug. Kill it. Nein! Warum lebst du doch? Heißstrahl. Warum hast du das überlebt? Aber die Verbrennung sollte das jetzt killen. Je nachdem, was ich jetzt... Achso. Sehe ich, was die einsetzt? Oh, das ist interessant. Man sieht nicht, was der Gegner einsetzt. Dadurch. Also entweder sie nimmt jetzt Knackrack, dann nehme ich auch Knackrack. Wenn sie jetzt aber Lucario nimmt, ist Knackrack auch okay. Ich glaube, sie nimmt Lucario. Ja, okay. Dann ist jetzt nur die Frage, Lucario ist schneller als ich. Du überlebst das. Du überlebst das Knackrack. Ich bin schneller? Ich bin auch 13 Level. Okay, krass. Und da haben wir es, wie immer, Knackrack gegen Knackrack. In meiner Welt heißt Knackrack ja Knacknerack. Libunkel, Knackrack, Knacknerack. Da
Das sollte Knacknarak heißen. Was mache ich denn jetzt wohl am besten? Wenn ich nicht schneller bin. Danke. Komm, mehr. Mehr! Okay. Oh! Das war noch nicht mal ein Volltreffer. Oh mein Gott. Tja. So einfach besiegt man Cynthia. Mit Heil-Items. Ohne Heil-Items wäre es schwer gewesen. That's it. This is it. Und da haben wir es wieder durchgespielt. Mensch, könnte ich doch jetzt nur den DNS-Glitch machen, um ein weiteres Shaymin zu kriegen. Aber nein. Ich muss erst einen vollen Pokédex haben. Wo hole ich mir jetzt einen vollen Pokédex her? Gut, dass das gelöscht wurde, Aloy. Sagt man nicht. Hey, wir können Text wegklicken. Aber... Oh, darf ich noch einmal ins Menü? Nee. Alle Pokémon, außer Panferno, glaube ich. Ja, ich glaube. Bidifas? Ja. Alle Pokémon, die ich dabei habe, außer Panferno, haben schon die Liga geschafft im anderen Platin. Die haben jetzt quasi auf einem anderen Spielstand nochmal die Liga geschafft. Das heißt, ich sollte jetzt den Ribbon einfach zweimal haben. Aber ich glaube, das geht nicht. Aber steht bei dem Ribbon eigentlich, wann man es gekriegt hat? Wird das aktualisiert? Nee, oder? Es zählt immer dann, wenn man es das erste Mal gekriegt hat. Was haben wir hier? Wir haben Tobi. Tobi, du bist ein FM. Tobi. Der OT-Name ist der gleiche. Über einen Linktausch erhalten. Whoops. Zeit 9 Stunden 14. Das ist... Ist das schnell? Das ist schnell, oder? 9 Stunden 14. Komplett durchgespielt. Ich habe zumindest probiert, so schnell zu machen, wie geht. Und jetzt schauen wir mal. Ich sollte hier doch die Ribbons sehen können. Steht jetzt da irgendwas Besonderes? Weil ich es zweimal gemacht habe? Erstmal saulang speichern. Wir spielen schließlich Platin. Ich habe in 10 Stunden 16 Orden plus Rot gemacht. Oh, jetzt muss ich mir das anschauen, stimmt. Wie 16 Orden? Da, 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 da. Takeshi Kawachimura. Kawachimaru. Ken Sugimori, ey. Tatsuji Ota. Yes. Hironobu Yoshida. Yes, yes, yes. Yoshinori Natsuda. Yes, yes, yes. Achtung! Schnell weg! Das Driftloon entführt dich. Mit seinen viel zu kleinen Armen. Du schaust dem und schaut... Hallo, wegschauen. Ihr schaut dem unter den Rock. Ihr schaut Driftloon unter den Rock. Wie könnt ihr nur? Was passiert, wenn man seine Hand da reinsteckt? Ist da Luft drin? Und ist der Körper vielleicht in diesem gelben Toupet auf dem Kopf? Vielleicht ist da wirklich nichts drin. Wie spielst du Platin auf dem 3DS? Und übertragen läuft dann auch über Bank? Ja, hier auf dem 3DS, ja. Übertragen läuft über Bank? Nope. Du kannst Gen 4 nicht auf die Bank kriegen. Dann musst du dir wohl mein Video anschauen, was ich morgen und übermorgen rausbringe, wo ich dir genau erkläre, wie man Pokémon von Gen 1 bis 7 auf die Bank kriegt, auf Home kriegt. Aber ja, im Endeffekt bringst du es natürlich auf die Bank. Nur Kinderseelen, da sind ganz viele Kinderseelen drin. Hilfe!
greifst du rein. Gargo, Dankeschön für 31 Monate. So viel Tage hat der Januar. Schneller Nintendo Wi-Fi Connection. Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Sieht wichtig aus. Was ist das? Glurak? Ich glaube, das ist falsch. Sven? What weighs more? One ton of feathers or one ton of steel? Steel, because steel is heavier than feathers. Ich finde, mein Akzent war gar nicht so schlecht. Steel, because steel is heavier than feathers. Das ist ein Voltolos. Wie hat keiner von euch Voltolos gesagt? Das war doch das Blaue, das Anal Beatmon. Natürlich. Nochmal. So einfach. 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 Irgendwie ist alles einfach. So einfach. So einfach. So einfach. So einfach. So einfach. So einfach. Zu einfach. So einfach. Zu einfach. Zu einfach. So einfach. Zu einfach. Zu einfach. Zu einfach. So einfach, so einfach. Ich will irgendeins, wo mir nicht der Name sofort einfällt. Okay. Lass das. Ich weiß es schon. Who is that Pokémon? Du hast ein Shiny aus einem Capo Raid bekommen. Wie hast du das gemacht, Hannes? Press X for Doubt. Das ist Clemens. Oder Koronosper. Es ist zu einfach, aber mir ist der Name nicht sofort eingefallen. Es ist unser König der Schneelande. Hase mit riesigem Kompfmon. Kronendings. Ende. Orkan. Orkan tief, Jürgen. Was? Orkan. Orkan. Ach, Orkan tief, Jürgen. Ich dachte als Verb tief. Das heißt Verb tief, sondern egal. Abend, hallo. Dankeschön für dein Prime. Nicht so tief, aber das war nicht Jürgen, oder? Wie hieß der, den der so nicht so tief soll? Rüdiger, Rüdiger, nicht so tief. Rüdiger. Weil ich wollte anschauen, ob die jetzt neues Ribbon haben. Mein Gengar. Band für den Sieg über den Sinnoh-Champ und den Eintritt in die Ruhmesliga. Aber da steht überhaupt kein Datum oder irgendwas. Ich dachte, vielleicht wird es jetzt überschrieben mit dem neuen Band oder so. Ist übrigens im Hyperball, das Gengar. Selbst du, kleiner Spatz, hast das Band des Champs von Sinnoh. Was für ein Viech. So, Problem ist jetzt, um Shaman zu bekommen, brauche ich jeden Pokédex-Eintrag. Wieso habe ich nicht Panglut? Wie heißt es? Panferno. Das wird schwierig zu bekommen, legit. Panpyro. Ich weiß warum. Weil ich das Panflam hier mir geholt habe, dann übertragen habe
auf Rubin oder so. Hab dann da drei Bosse besiegt und hatte dann direkt ein Panferno und hab das dann hier zurück übertragen. Genau genommen bin ich gesoftlockt. Ich muss jetzt einfach halt ein Panpyro zurück übertragen auf die Djinn. Brüten. Oder brüten, stimmt. Oder brüten. Aber dann muss ich es wieder leveln. Ich habe doch kein einziges Zerpeise gesehen. Kein Carpador. Ich habe keinen Carpador gesehen. Das kriege ich, glaube ich, hin. Kein Burmadame. Kein Pudox, schätze ich mal. Pudox. Vadribi habe ich auch nicht gesehen. Es geht, ich dachte, ich habe viel weniger. Ich habe noch kein Schlappohr gesehen. Es geht eigentlich. Schnurrgast. Goldini habe ich nicht gesehen. Schmerbe habe ich nicht gesehen. Es geht eigentlich. Mogelbaum habe ich keins gesehen. Vonera. Pi. Was kommt denn zwischen Pixie und Pichu? Mamfaxo vielleicht. Aber das müsste bei Relaxo kommen. Hier ist Mamfaxo. Das ist so süß. Gott, das ist wirklich das Schwerste zu kriegen in dem Spiel. Mamfaxo ist asozial schwer zu kriegen. Was kommt denn nach Relaxo? Morlord. Eine Hippopotas habe ich noch nicht. Okay. Und dann wird's... Oh Gott. Okay. Was ist denn hier? Sind es die Seegeister hier schon? Nee. Was ist denn hier? Gott. Dialga und Palkia sehe ich beide hier in dem Spiel. Giratina? Wo ist Giratina? Giratina ist später dann. Warum kommt Palkia und Dialga so früh? Und dann die erst so spät. Hat sich der Platin-Dex dann eine andere Nummerierung gekriegt? Die Evolis fehlen. Oh Gott, ja, es ist schon so ein paar, die fehlen. Togekiss. Yanma. Rizeros fehlt. Hä, warum war Dialga und Palkia so früh und dann kommen erst die alle? Warum ist Giratina das Letzte? Wurden die echt in Platin? Wurden die alle in Platin hinzugefügt? Das kann doch gar nicht sein. Viel zu viele. Aber wahrscheinlich. Ja, es kann nicht sein, dass Wablu in Platin hinzugefügt wurde. Was ist das für eine seltsame Reihenfolge? Echt? Wablu wurde in Platin hinzugefügt? Ich verstehe es, wenn die sind, so wie Galagladi und so, die eine extra Entwicklung gekriegt haben. Aber Wablu? Einfach im Wablu reingefügt. Ich glaube nicht, dass es einen Trainer gibt, der Panpyro hat. Glaubst du echt? Folgt mir für weitere Tipps. Glaubst du echt, dass es einen Panpyro gibt? Wablu gab es nur mit Pokeradar. Ah. Doch, gibt es. Okay, dann werde ich den ansprechen. Ich kann mir auch eins rübertauschen. Ich meine, ich habe 2DS und alle Spiele. Ich habe, glaube ich, noch eins. Ich hatte ja ganz viele gebrütet. Ich habe bestimmt irgendwo ein Panflam. Angeblich nur Rivale und Lucia und Lucius. Ja, du kannst alle Pokémon bei Trainern sehen, das stimmt. Aber Panpyro halt, glaube ich, nicht, weil Panpyro war ja meins. Es soll ja meins sein. Und ich habe unlegiterweise diese Entwicklung übersprungen. Deswegen habe ich Panpyro nicht. Aber wenn es irgendwo einen Trainer gibt, der einen Panpyro hat, ich bezweifle es auch, weil es ist mein Starter. Ein Trainer auf Route 212 hat ein Panpyro. Weißt du was? Das überprüfen wir jetzt hier noch. Oh Gott, im Sumpf. Ihhh. Der ist so klebrig. Hallo El Mucho.
Weißt aber nicht auswendig, was für ein Trainer auf Route 212. Schauen wir mal. Pokémon Ranger Heribert. Ein Ranger. Okay, mal schauen. Hat der Doppelkampf vor Schleiede nicht ein Pampyro? Wo ist hier ein Doppelkampf, ist die Frage. Der war nur ein Diamant und Perl. Ey, ich war doch gerade da. Du bist kurzsichtig, oh mein Gott. Ey, vielleicht hat er eins, was wir noch nicht haben. Wir werden es sehen. Ich gehe hier kurz ein bisschen durch und bekämpfe ein paar. Vielleicht gibt es noch welche, die wir gar nicht haben. X-Angriff. Spann dich. Und dann muss ich einfach, das mache ich nicht mit euch, aber ich werde einfach, es gibt so eine Excel-Tabelle, wo man sieht, also wo man sieht halt einfach jeden Pokédex-Eintrag mit einem zugehörigen Trainer, der irgendwo rumsteht. Und dann kann ich gezielt zu den Trainern gehen, die ich noch brauche. Ich weiß nicht, ob das schneller geht, als einfach gegen alle zu kämpfen, die man sieht, weil ich bin jetzt gezielt allen aus dem Weg gegangen. Aber es sind auf jeden Fall weniger, als man halt bekämpfen muss. Oder halt bekämpfen kann. Deswegen glaube ich, dass es schneller geht, gezielt die dann zu suchen, die... Alter, ich bin zu blöd, ich laufe die ganze Zeit. Ich glaube, es geht schneller, die zu nehmen, also gezielt die zu nehmen, die man noch braucht, anstatt gegen alle zu kämpfen. Aber vielleicht auch nicht. Und dann können wir... Ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe. Ich sollte das heute schaffen. Ich glaube, das dauert nicht so lang. Aber dann können wir morgen das zweite Shaman fangen. Und mitzählen, wie lange ich diesmal brauche. Ich glaube, Shaman war sacken einfach, ne? War Shaman einfach? Shaman war, glaube ich, nicht schwer. Ich glaube, Shaman hat sogar eine relativ gute Catchrate gehabt. Ne, Dialga und Palkia waren so einfach. Shaman und Darkrai sind nicht so einfach. Was ging es? Ich glaube, es ging bei mir schnell. Hast du die Seite oder die Grafik auch für mich uns? Ich muss jetzt genauso googeln wie du. Aber ich kann googeln, ich brauche sie eh später. Pokémon Gen 4. Was heißt Tabelle? Sheet? Sheet. All Trainers for Living Dex. Living Dex Spreadsheet. Das ist falsch. Es gibt mehrere. Es gibt verrückte Tabellen. Nope, nicht die. Gott, wie hatte ich das nochmal gefunden? Pokémon Platinum Trainer List for Pokédex Entry. Vielleicht so. Trainers of Interest. Ich glaube, das ist es. Das war's. Das hier ist die Liste. Das sind zwei verschiedene Decks. Ihr müsst aufpassen, welchen Decks ihr quasi anschaut. Und ihr geht einfach, ihr guckt einfach nach der Nummer, die ihr braucht, und dann seht ihr, wo der rumläuft.
Aber es ist nur für Platin. Ich glaube, es ist leicht anders in anderen Spielen. Hier sehe ich zum Beispiel Burma Dame ist auf Route 214 bei Beauty Devon. Route 214 für Burma Dame. Aber immer noch kein Panpyro. Wo ist Panpyro? Hallo, der Bananen-Elbis. Also es soll irgendein Poke-Freak sein, habt ihr gemeint. Oder der könnte sein. Ist doch immer so ein Dicker. Pyro ist da. Ja, du bist Pyro. Panpyro. Felino brauche ich auch noch. Wo habe ich gerade? Da war gerade ein Felino. Stimmt. Nice. Auf der Route, wo du bist, gibt es auch den Angler mit Schmerbe. Ich glaube, hier gibt es auch einen Angler, der mit einem Carpador hat, bestimmt. Pokémon Ranger Heribert. Ist das Pokémon Ranger Heribert? Ich glaube, nach Tara hat die schon. Siana hatte ich auch schon. Sind Ranger... Ah, Ranger. Wie sieht denn Ranger aus? Es gibt den Wanderer und den da. Ranger, ist das ein anderer mit so einer Peitsche? Der Seth, dankeschön für 6 Monate. Dankeschön, Seth. Ich bin hier auch schon mit dem... Ach, das sind Ranger? Ist aber doch ein Wächter. Okay, den habe ich auch schon. Ah, es ist nicht Nacht. Sag nicht, ich muss in der Nacht jetzt wiederkommen. Das sind nicht Ranger, das sind Wächter. Das sind Nachtwächter, genau. Du bist ein Wissenschaftler. Ich kämpfe am Ende gegen alle. Und bin dann Level 100. So, also was mache ich mir jetzt heute zu essen? Wir haben nichts mehr zu essen. Wir haben nie was zu essen. Das Essen geht immer so schnell aus. Mutterchicken, nicht schon wieder. Wie denn? Vielleicht gehe ich aus. Vielleicht setze ich mich allein in ein Lokal und bestelle eine Bolognese. Oh, stimmt, ich wollte Brot machen. Mach mir einfach Brot und dann esse ich das. Also hier ist ein Doppelkampf. Aber ihr meintet Egg Fried Rice oder Gemüsepfanne? Das könnte ich sogar machen. Also ich habe es noch nie gemacht, aber die Zutaten gäbe es sogar. Aber Egg Fried Rice nimmt man eigentlich alten Reis. Also so von gestern. Den habe ich nicht. Hallo Henriette. Und da ist ein Panpyro, Leute. Das beweist wieder, ich darf nicht allen von euch glauben. Aber manchmal darf ich ein paar von euch glauben. Verrückt. Und wer hat es? Pokémon Ranger Heribert. Aber es ist ein Doppelkampf. Told ya. Aber du hast auch gesagt, es ist nicht der Doppelkampf. Oder? Hat nicht jemand gemeint, der Doppelkampf? Und hast du nicht gemeint, nee, das ist in Platin kein Doppelkampf? Aber es ist ein Doppelkampf. Verrückt. Es ist aber auch kompliziert.
Das war die Rede vom Doppelkampf vor Schlaede. Der war es nicht. Achso. Achso. Optionaler Pokémon-Kampf. Hättest du nur ihn angesprochen, hättest du auch nur gegen ihn gekämpft. Ja, oder wenn ich nur ein Pokémon dabei gehabt hätte, glaube ich. Ey, aber sie hat eine Peitsche. Ja, sie, beide. I knew it. Okay, und jetzt bin ich irgendwo. Okay, das war's. Ich gehe jetzt Brot backen. Und dann suche ich die restlichen Trainer und mache den nationalen Dex voll. Ja. So machen wir das. Und dann fange ich morgen das letzte Pokémon für den Gen 4 Origin Dex. Das zweite Shaymin. Ich weiß noch gar nicht, wo man das dann die Form ändert. Ah, auf der Blumenwiese, ne? Auf der Blumenwiese steht jemand mit dem Kranz und dann... Und dann habe ich die Sky-Form. Wer ist sie? Die Flugform, Vogelform. Die hässliche Form. In Flori, genau. Bei der Blumenwiese. Aber auch der Honig ist wahrscheinlich. Das Scheinen auf der Blumenwiese. Hurz. Alright. Leute, vielen Dank fürs Dasein. Ich bedanke mich. Und wir sehen uns das nächste Mal morgen um 16 Uhr mit einer weiteren Folge von nochmal Platin durchspielen. Origin Dex Diamant 628/1431 Diamant. Fortsetzung morgen 16 Uhr. Yay. Tschüss, bye bye.